Welcome to the BattleTech Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom BattlePod, dessen Nummer ich mir natürlich vorher nicht in Erinnerung gebracht habe. Super Vorbereitung. Aber heute eine Sonderfolge. Heute haben wir nicht nur den famosen Hoshi dabei. Hallo Hoshi. Hallöchen. Sondern auch den, wie immer, den famosen Storyteller. Hallo Story. Servus Love. Und wir haben den Kadokus dabei. Hallo. Hallo. Einer unserer Hörer, wie ich gehört ja. habe. Ja. Und Olli hat ihn aufgetrieben. Ja, also Kadokus ist ja ein altes und langjähriges Mitglied vom 36. Dairon und auch was Tabletops und Online-Games angeht, ein umtriebiger Bursche. Und wenn ich mich recht entsinne, hat er auch mal einige Zeit für Games Workshop in einem Games Workshop Shop gearbeitet, wenn ich das richtig formuliert habe. Das grenzt ja an Work. Ja, das ist... Oder ein Shop. Nee, das ist korrekt. Also die ganze Tabletop-Sache hat kurz nach der Wende angefangen bei mir, weil der Laden, der sonst immer meine Flugzeugmodelle und sowas hatte, hatte auf immer auch kleine Zinnminiaturen da. Und die waren halt von Games Workshop, das ist korrekt. Und ich habe dann während des Studiums in Dresden im damaligen Laden gearbeitet, als Aushilfe. Und spiele jetzt halt noch primär eher Infinity, habe aber auch an andere Systeme reingeguckt, also ein paar historische, Battletech natürlich, Freebooters Fate. Wer sich jetzt denkt, huch, die Stimme kenne ich doch. Ja, Fleischwerbung. Ich mache auch einen Podcast über Infinity. Wenn ich ganz lieb bin, verlinkt der Ike den vielleicht ja sogar. Wer weiß. Ah, mal gucken, wie du dich anstellst heute. Und dazu, aber, Sekunde, hast du auch ja. an Turnieren teilgenommen, Warhammer Fantasy, wenn ich mich nicht irre, und auch an Bemalwettbewerben im Rahmen von Games Workshop und dergleichen, richtig? Das ist korrekt. Ich habe damals die... Also auch ein Künstler. Naja, also wenn ich sehe, was heute andere Leute schaffen, dann nicht mehr, weil mir einfach die Zeit dafür fehlt. Aber ja, ich habe damals an den offiziellen und natürlich auch den ganzen inoffiziellen Warhammer Fantasy Turnieren teilgenommen und bin auch jetzt in der Infinity-Szene sehr aktiv. Und ohne jetzt angeben zu wollen, die letzten beiden Turniere, wo ich hingefahren bin, habe ich gewonnen. Yeah. Schick. Respekt. Ja. Wie viele Teilnehmer gab's? Na gut, das eine war so ein Weihnachtsturnier, da waren es nur 12. Aber jetzt das letzte in Hannover, ich glaube 18 oder so. Wobei man dazu sagen muss, die Infinity-Turnierszene, da ist so zwischen so 20 bis 30, das ist eher Standard. Also letztes Jahr die Deutsche Meisterschaft, da waren wir 50 Leute und selbst das größte Turnier, was immer im August in Vigo stattfindet, das ist in Spanien, weil dort der Hersteller sitzt, da waren es 160 Leute. Wenn man das jetzt vergleicht. Wow. Vergleicht mit manchen historischen Systemen, gerade die Osteuropäer sind da ja ganz extrem, also gerade die Polen zum Beispiel, die haben ja ihr Fire und Sword, was dort sogar so weit geht, dass das vom Staat gefördert wird, weil das historisch halt korrekt, soweit das geht, ist, so dass sie das dort in irgendeinem alten polnischen Schloss spielen können. Dort sind die Spielerzahlen im Schnitt halt immer so um die 80, 90 gern mal dabei, also abgefahren. Ja, das ist schon eine riesen Community dann. Mhm. Fire and Sword, das ist doch auch Mount and Blade gewesen, oder? Das ist doch dann das Gleiche. Na, Mount and Blade ist ja das Computerspiel. Ja, aber praktisch von der Info hinten dran. Also von der Story ist es denn das, oder? Naja, das Schwert Fire and Sword ist ja mehr so napoleonische Kriege und dann so und auch noch ein bisschen weiter in die Richtung, noch ein bisschen weiter.
Und auch davor, je nachdem, da gibt es mittlerweile auch schon mehrere Zeitepochen, währenddessen Mount and Blade ja schon tief im Mittelalter teilweise anfängt. Also auch Zeit der Kreuzzüge und sowas. Aber da wollen wir gar nicht drüber reden, oder? Genau. Ich glaube, wir haben alle verstanden, der Caducus weiß, was, wenn es um Tabletop geht, wovon er spricht. Und auch online-technisch hat er genug Erfahrung, hat ja bei uns jahrelang in WO gespielt, Turniere, ich glaube ein bisschen Liga auch und auch diverse andere Online-Games. Und du bist auch immer, glaube ich, noch unterwegs mit League of Legends, World of Tanks und was hast du gesagt? Division 2, ne? Ja, jetzt gerade ganz neu. Sehr gut. Ja, ist eine Putzfrauen-Simulation, habe ich gesehen. Nein, also von daher, wir haben uns auf jeden Fall jemanden eingeladen, den man da schon durchaus als Experte oder als Fachkraft sozusagen, ne? Als Facility Manager. Nein. Aber Olli, die Frage ist doch jetzt, was ist denn unser Thema? Unser Thema ist heute Battletech. Ist das Spiel noch zeitgemäß oder ein Auslaufmodell für alte Säcke? Naja, alte Personen. Nein, alte Säcke. Frauen gibt's da echt wenige, das kann ich aus Erfahrung sagen. Und wenn, waren sie oftmals nur an der Platte, um die Männer abzulenken. Nicht alle, ich kenne auch ein paar Spielerinnen, ein paar echte Spielerinnen, aber ich kann mich an eine Partie bei den Knights of St. George erinnern, die hatten eine total hübsche Mitspielerin, die hat überhaupt nicht mitgespielt, die stand nur da, um unseren Spielern schöne Augen zu machen und die haben auf alles nicht mehr so wirklich achten können. Auch eine Strategie. Also ist aufgegangen. Es ist total aufgegangen. Kann ich dich aber beruhigen, das gibt es in anderen Systemen auch. Wenn dann tatsächlich Frauen wirklich spielen, sind ja leider wirklich sehr wenige, wird natürlich der extra tiefe Ausschnitt angezogen, dass wenn man sich über die Platte beugen muss, um seine Miniaturen zu bewegen, auch praktisch bis zum Bauchnabel runtergucken kann. Ja, und dann fehlt's dann doch ein bisschen beim einigen Ball an der Konzentration. Aber zu dem eigentlichen Thema, das ich jetzt gerade genannt habe, kommen wir noch ein bisschen später. Wir wollen erstmal, glaube ich, die Feedback-Sachen und dann die aktuellen Ereignisse in der Battletech-Szene besprechen, richtig? Genau. Feedback. Ich mache hier mal auf. Wir haben auf die letzte Folge zu den Clans haben wir noch zur Klarstellung bekommen von Volker P., einem treuen Hörer. Ich lese einfach mal vor. Zur Vernichtung des Clans Wolverine sollte angemerkt werden, dass nur die gesamte Kriegerkaste des Clans getötet wurde. Alle Zivilisten der unteren Kasten wurden zwangsweise sterilisiert, aber danach auf die übrigen Clans verteilt. Einen vollständigen Genozid hat es daher nicht gegeben. Naja, ich würde sagen, wenn du alle sterilisierst, ist es auch ein Genozid, nur halt, ja, dauert länger. Genau, ein paar Minuten genau, länger. Genau, es dauert ein paar Takte länger, ne? Aber wir haben, aber man muss dazu sagen, wir haben ja grundsätzlich ein paar Details natürlich ausgelassen. Also es gäbe auch zu diversen anderen Zeiten, die da waren. Und vor allem, wir haben ja einige große Zeitsprünge gemacht. Da gäbe es natürlich noch viel Hintergrundmaterial. Manches davon nur Teil kennen, sage ich jetzt mal, ja. Oder Rumors, ja, aber das haben wir natürlich übersprungen, weil sonst wäre der Podcast, glaube ich, 6 Stunden lang gewesen. Minimum. Genau, und wir wollten da einfach ein bisschen auch die Zeit aufholen, dass das halbwegs hinhaut, ne? Ja. Dann haben wir auf YouTube, ja, unser Podcast ist auch auf YouTube, Anregung bekommen, dass unsere Rededisziplin letzte Mal scheiße war. Das lag nicht an der Rededisziplin, sondern aus irgendwelchen Gründen hatten wir unterschiedliche Längen der Aufnahmen. Ich musste dann zum Schluss, letzten 20 Minuten oder was das war, musste ich per Hand eine halbe Stunde oder eine Stunde habe ich da rumgeschnitten, dass es halbwegs hörbar war. Aber das war immer noch nicht so toll. Weil das Aufnahmeprogramm heute nicht so richtig funktioniert hat, machen wir was Neues. Wir probieren etwas aus. Der Caducus hat uns nochmal gesagt, er macht es so, also probieren wir es auch mal mit Outer City und zusätzlich noch mit Craigs und Discord Aufnahmeteil, Bot. Und dann gucken wir mal, wie es heute wird. Ja. Ich hoffe besser. Ich auch. Yep. Dann haben wir noch von Anastasiene Falkeniers. Er hat noch eine Anmerkung zur Prinz Eugen, das Meuterschiff. Es wurde nicht zerstört. Da es
zu, ich zitiere, da es ja zu Zeiten der Clan-Invasion das Gefängnisschiff über Strana Mechti war. Die Meuterer sind von New Samarkand aus mit insgesamt 9 Schiffen wieder zurück in die innere Sphäre gesprungen. Statt dem Rest der Exodus-Flotte zu folgen. Alter Schwede, heute wird schwer mit sprechen. Ja, merkt man. Mehr Alkohol. Danke. Ja, mehr Alkohol. Kerensky hat ihnen Schiffe hinterhergeschickt, um sie aufzuhalten. Die Schiffe gestellt und zurückerobert. Alle Offiziere oberhalb eines Captains wurden als Meuterer exekutiert und nicht die gesamte Besatzung. Oh, okay. Also, wissen wir mehr. Dazu haben wir von sowohl von Volker als auch von Anastasius Links zu SanaNet. Also wenn ihr da noch Infos wollt über SanaNet, einmal einfach History of Clan Wolverine und Prinz Eugen Mutiny, dann findet ihr die Artikel dazu. Genau, ist natürlich richtig. Danke. Also die Prinz Eugen wurde tatsächlich nicht zerstört. Also es war ja auch ein riesen Texas-Class Warship, also richtigen Brummer, ne? Kann man so sagen, ja. Eigentlich war es so, die ist quasi da, ich nenne es mal liegen geblieben quasi, ja. Und keiner der Clans wollte das Schiff claimen im Prinzip, ja. Weil es eben so diesen Ruch Mutiny-Meuterei-Schiff hatte und so. Und deswegen ist es dann im Prinzip, weil es keiner geclaimed hat, als Gefängnisschiff tituliert worden und dort hingekommen, ne? Das ist, aber wenn man jetzt nicht nur Sana zitiert, sondern die Quellen dahinter auch kennt, dann ist es tatsächlich so, ja, also wie der Kampf vorbei war, ja, hat man nur noch die exekutiert, ja, das ist richtig. Aber der Kampf war scheinbar ziemlich blutig und hat sehr, sehr viele Zivile und, also, was halt auf dem Kampfschiff so drauf war, an Opfern gefordert, ne? Also im Aftermath sind nur wirklich die Offiziere, Captains und so weiter exekutiert worden, aber der Kampf war halt auch nicht lustig, ne? Kadokus. Ja. Du knarzt. Ich knarze? Nicht bewegen. Ja, ich glaube auch. Das stimmt, daher kommt das. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert. Ja. Dass wir sind irgendwo in der Karibik auf einem alten Segelschiff, liegen vor Anker. Und ja, das wäre schön, ne? Und trinken Bilgenwasser. Lecker. Das ist nicht schlimm, das ist mein Stuhl, aber den nehme ich dann per Rauschunterdrückung raus. Das ist kein Problem. Okay. Ganz. Na toll. Aber du darfst den erst ab jetzt rausnehmen, weil vorher denkt man sonst, ich rede scheiße. Ja gut, haben wir sonst noch Feedback? Nicht, dass ich wüsste. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen übersehen. Aber das waren so die Dinge. Ansonsten war schön, endlich wieder eine neue Folge. Ja, es hat jetzt auch ein bisschen länger gedauert. Irgendwie habe ich das nicht hingekriegt, mit dem gleichen neuen Termin zu machen. Oh ja, deswegen hat man jetzt Kulpa, aber wir sind heute da und dann machen wir heute gleich einen Termin fürs nächste Mal aus. Genau. So sieht's aus. Aber lass uns mal kurz über das fliegen, was so in den letzten Wochen passiert ist an Neuigkeiten. Ja. Sag ich mal, neu ist auf jeden Fall ein Roman. Blaine Lepardo hat wieder mal veröffentlicht, und zwar die englischsprachige Novelle Forever Faithful. Ich habe sie auch schon da und habe es angefangen zu lesen. Mehr so auf der Metaebene aktuell noch die Handlung, also da kommen halt ganz viele hochstufige Personen und Protagonisten, auch einige da, die man halt aus früheren Büchern kennt, zum Beispiel den MacWarrior Trent, den Verräter, der die Strecke oder die Route zu den klaren Heimatwelten der inneren Sphäre verraten hat und so weiter. Also es ist noch wenig Kampf, wenig Action, es ist noch in der Findungsphase. Noch ein bisschen zäh aus meiner Sicht, aber ich habe das Gefühl, dass der Blaine Lepardo, der macht das ja ganz gerne, erstmal seine Schachfiguren alle in Position bringt, um dann die Handlungen richtig loslegen zu lassen, statt sich sofort ins Getümmel zu stürzen. Also kein Schäferzug, sondern langsamer Aufbau. Von daher bleibt spannend. In welchem Zeitabschnitt spielt das Buch? Das ist eine sehr gute Frage. Es spielt im Prinzip direkt nach, ich glaube,
Endgame oder Prince of Havoc, also das Endgefecht sozusagen gegen die Klaner auf Strana Mechti um die Auslöschung von Clan Smoke Jaguar und den Halt der Invasion und den Frieden zwischen der neu entstandenen Star League oder dem Sternenbund und den Klanern. Also ist dann 3060, glaube ich, wenn ich irre. Ja, musst du rum dann dreh sein, ne? Genau, man weiß halt, okay, irgendwann ist Victor Steiner-Devian wieder zurück in die Sphäre gekommen, hatte keinen Bock mehr, erster Prinz zu sein und seine Schwester hatte ja schon alles übernommen, die Katharina, ne, und so weiter und so fort. Und Bürgerkrieg lag in der Luft das war, also in der Sphäre ist sehr gut ausgeleuchtet, aber was auf den kleinen Heimatwelten derweil passierte, vor allem auf Huntress, dem Planeten, wo die Smokejaggers ihre Heimat hatten, ne? Mit der Botschaft der inneren Sphäre, ne? All das, was ist da eigentlich alles passiert? Was ist mit Trent passiert, dem Verräter und so fort? Also das wird da jetzt beleuchtet und finde ich gut, dass sie im Nachgang jetzt diese Lücken füllen. Ja, das ist ein spannendes Jahren. Thema, ja. Ja. Also prinzipiell empfehlenswert bisher, aber es hat eine etwas längere Anlaufzeit, das Buch, das will ich damit sagen. Und wie viele Bücher wird es da geben? Das sind jetzt einzelne Romane, also es ist jetzt keine Trilogie oder so, sondern so wie ich den Blaine verstanden habe, machen sie jetzt so einen Mix aus Büchern, die sie eigentlich hätten damals schon schreiben sollen, aber die nicht gemacht wurden, weil man die Entwicklung in dem Civil War halt vorangetrieben hat und dann sehr schnell den Dschihad per irgendwelchen Hintergrundbüchern und Szenariobüchern abgehandelt hat, um dann zum Dark Age, zum dunklen Zeitalter zu springen, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Und diese Lücke haben viele alte Fans damals, ich habe damals nicht mehr aktiv gespielt und habe das wirklich nur ganz, ganz entfernt mitbekommen, sehr kritisiert, vor allem weil viele große, wichtige Einheiten und Charaktere einfach mal über die Klinge gesprungen sind und das fühlte sich an wie so eine Fußnote in irgendeinem Sourcebook. Und diese Lücken werden jetzt so nach und nach geschlossen. Und der Weg bereitet in eine neue Zukunft, also etwas, das an das Dark Age anscheinend anzuschließen scheint, um Battletech auch würdig jetzt in der Timeline voran zu pushen und nicht immer nur auf 3025 zu verharren. Na cool, das klingt ja positiv. Genau. In dem Zusammenhang würde ich gerne noch ein zweites Buch empfehlen, das habe ich nämlich um Weihnachten herum gelesen, ist irgendwann letztes Jahr rausgekommen, wenn ich nicht irre. First Published sogar schon im August 2017, aber es ist erst letztes Jahr so richtig in ins Bewusstsein getreten von vielen. Und zwar Legacy heißt das Ding. Und der Held des Buchs ist kein Mensch, kein Außerirdischer, sondern ein 70-Tonnen Grasshopper. Dieser Mech von seiner Entstehung in den Vorabend des großen Exodus und des ersten Nachfolgekriegs bis halt in die Zeit vom Dark Age sozusagen hinein oder von dem Untergang also nach dem Dschihad sozusagen, über verschiedene Hände als Kurzgeschichten verschiedener Autoren. Jede Geschichte hat dadurch ihren eigenen Stil und aus ganz vielen verschiedenen Sichten. Und die Mech-Piloten sind wirklich nur die Besucher, die ab und zu mal oder für eine kurze Zeit in diesem Mech wohnen, leben und sterben und dann weitergereicht werden. Sehr spannend, sehr gut geschrieben, zum größten Teil kann ich nur empfehlen. Ist es dann aus der Perspektive, also hat der Mech eine Stimme sozusagen? Nein. Der Mech bekommt Charakter durch seinen Werdegang, aber er ist natürlich der Gegenstand, ne? Nein, also die ist schon aus der Sicht der Besitzer oder der Mechaniker oder der Ingenieure, die an ihm gearbeitet haben und so weiter. Dadurch bekommt der Mech gewissermaßen auch Charakter. Wisst ihr, ob diese ganzen Bücher auch nochmal ins Deutsche übersetzt werden? Ich glaube, da weiß der Ecke mehr. Ja, und zwar, wir hatten nämlich auch noch mal eine... siehste, gut, dass du es erwähnst. Wir hatten nämlich eine Anfrage. Moment, ich muss meinen... Na toll, jetzt macht Thunderbird ein Update. Wunderbar. Und zwar, sie arbeiten im Moment an einer Übersetzung. Moment, das kann ich euch jetzt gleich sagen, weil wir hatten die Anfrage... Moment. Na?
schindet Zeit. Also ihr sollt jetzt gerade irgendwas noch Schönes erzählen, Moment. Stille Zeit, lalala. Ich kann es vielleicht auch ein Filler-Thema. Und zwar, ich habe gesehen die Tage, MW5 Mercs Pre-Order endet am 1. Mai. Also wer jetzt noch vorbestellen will und schöne Boni für MWO einheimsen möchte, der sollte in den nächsten 35 Tagen 3 Stunden, 59 Minuten und 4 Sekunden jetzt gerade bestellen. Ah, okay. Genau, weil bis 9. April gibt es nämlich noch 4 zusätzliche Macs, die man bekommt. Yay. Dann bis 16. April 3, bis 23. April 2 und dann bis 30. April noch einen. Ja. Und zwar, das sind Macs, die es noch nicht gibt in MBO. Die Varianten, sagen wir es mal eher. Die Varianten gibt es noch nicht. Ja. Nämlich ein Catapult C2. Sehr interessanter Mac, weil er für Catapult nämlich Ballistik- und Missile-Mischung hat. Dann gibt's den Warhammer 9D. Ja. Sehr interessant, weil es mal ein Warhammer Inas 4 mit Jump Jets ist. Also ganz nettes Teil. Schlägst du auf wie ein Kriegshammer, wenn du runterkommst. So ist es, genau. den Marauder 9M. Sehr interessant, weil es ein Inas 4 Marauder mit ECM ist. Oh, echt? Ohne Scheiß? Yep. Marauder mit ECM, meine Gebete wurden erhört. Danke, also mit danke. ECM und eigentlich das Energy und Missile Boat, also hat linker, rechter Torso Raketen und in den Armen Energy Slots. Also sehr, sehr coole Kombi auch. Also gerade jetzt, wo MRMs und so weiter sehr gut sind, sehr, sehr cooles Chassis. Und die Kingcrab 001 S, auch sehr interessant, weil es auch eine gute Mischung an Missiles und Ballistics und Energy bietet, also sehr, sehr versatil ist und auch mit einer, also relativ hohen Wert daherkommt, weil sie Endosteel, Ferrofibrous, XL Engine und so weiter hat. Also man kriegt da richtig viel Gegenwert quasi dafür. Oh, wie fett, echt ein Marauder mit ECM. Oh, Gott sei Dank. Ja, da das war eigentlich immer der feuchte Traum jedes Marauder-Spielers, dass er mal einen 9M fahren kann. Ja. Also, das war so richtig, das Chassis, das ist richtig geil. Ich habe ja jetzt schon direkt am Anfang, glaube ich, am ersten Tag vorbestellt. Das heißt, die kriege ich ja jetzt alle 4. Die kriegst du alle, ja. Oh. Du musst nur auf die MW5-Webseite gehen, den quasi diesen Redeem-Code dir rauskopieren und bei MWO reinhauen. Und dann kriegst du jetzt schon? Sobald sie verfügbar sind. Also mit dem nächsten Batch sollten sie verfügbar sein. Ja. Ohne Scheiß, ich guck gleich drauf, das gibt's wirklich die Code schon. Oh, wie fett. Dankeschön. Und solltest du dein Package von MW5 erhöhen auf ein nächsthöheres, werden sie dir automatisch die anderen Varianten, die es noch dazu gibt, irgendwie zusätzlich automatisch geben, ohne dass du ein neues Ding, einen neuen Key eingeben musst. Oh, wie geil. Ja. Aber ganz kurz, ich habe es gefunden. Und zwar die Frage, die wir bekommen haben, ist, ob die neuesten Alpha Strike und Classic Battletech Regelbücher auf Deutsch kommen. Boah, schwierig. Ich frag dich ja nicht, ich habe nur die Frage vorgelesen, ich habe ja die Antwort von Ulysses schon. Ach, du hast schon. Ja. Dann raus mit der Antwort. Wir sitzen aktuell nur an der Übersetzung der neuen Einsteigerbox. Neue Regelwerke sind aktuell nicht in der Übersetzung geplant. Also, das heißt erstmal nicht aber. Also ich persönlich lese da ein aber. Wenn sich natürlich Freiwillige finden, die das in der Freizeit übersetzen würden, ne? Also viele Wenns und Abers. Dann besteht vielleicht die Möglichkeit, dass sie es machen könnten. Aber dadurch, das ist ja auch unser Thema heute, ob sich das nur noch für alte Personen eignet, das System. Ja. Da habe ich auch gleich was zum Thema. Und zwar sage ich dir, ich glaube nicht daran, was sie es machen. Und zwar wie folgt. Ulysses hat vor ungefähr anderthalb Jahren ihr Portfolio geändert. Ulysses war lange Zeit der deutsche Vertrieb auch für Infinitive Game. Die haben das erste Regelbuch und das Humans 4 übersetzt auch.
Und man muss dazu sagen, das ist eine Sache, die eigentlich, naja, nur der Komplettheit wegen gemacht haben. Wirklich Geld verdienen kann man damit nie, weil das sehr teuer ist und auch wenn Infinity aktuell stetig wächst, ich glaube, da bleibt nicht viel hängen. Und irgendwann haben sie dann nämlich ihr Portfolio geändert, so dass sie eigentlich nur noch Rollenspiele machen und keine Tabletop mehr. Was dazu geführt hat, dass der deutsche Vertrieb von Ulysses, naja, in einer ziemlichen Nacht- und Nebel-Aktion auf Burst gewechselt ist. Das ist ein anderer deutscher Vertrieb. Die übersetzen jetzt auch weiterhin die Bücher, aber ich denke, dadurch, dass sie das Portfolio geändert haben und Battletech jetzt, glaube ich, auch nicht so das Produkt ist, womit man in der deutschen Übersetzung hart viel Geld verdienen kann, aus diversen Gründen, glaube ich eher nicht daran. Meine Frage zielte natürlich eher Richtung Romane, aber Also Romane hat Michael ja mal bei uns im Podcast gesagt, das sind die, die schon eher laufen. Also da habe ich jetzt nicht explizit gefragt. Aber ich gehe mal davon aus, Romane würden sie eher übersetzen. Ich glaube, das ist auch was, was sich eben auch jemand kauft, sag ich mal, von den besagten alten Säcken, die anderen Bücher schon gelesen haben, vielleicht gar nicht so firm in Englisch sind, währenddessen neue Regelwerke, da hattet ihr ja mal in der Folge oder so, dass es da auch Leute gibt, die sich die neuen gar nie kaufen, weil so viel ändert sich nie. Das, was sich ändert, spiele ich meistens sowieso nie und so weiter und so fort. Aber ich denke, an die Regelwerke, also wenn sie nie jemand finden, der es extern macht und über sie dann vertreibt, glaube ich aus eigener Sache nicht. Also ja, das glaube ich schon. Das sind ja auch ganz schöne Wälzer. Also das sind ja nie irgendwelche 80 Seiten Bücher, sondern die sind ja dann mal schnell 200, 300, diese Bücher. Da sitzt ja auch ewig dran und dann mit dem Layout und alles. Naja, aber gut. Ja, und was man auch nicht vergessen darf bei diesen Büchern, also gerade die Regelauslegung, die Wichtigkeit, wie man es formuliert. Also bei einem Roman, klar, da musst du natürlich versuchen, auch die Tonalität zu treffen und die Stimmung und auch den Plot vernünftig, ne, zu transportieren im Sinne des Autoren. Aber da hast du, glaube ich, noch mehr Spielraum, während du bei Regeln die exakten Formulierungen wichtig sind und dann wälzt du hin und her, wie es denn wirklich auch gemeint ist, ne? Weil gerade auch im Englischen habe ich den Eindruck, gibt es einfach mehr Interpretationsspielraum, was die Sprache angeht. Das merkt man auch bei einigen Übersetzungen von diversen Rollenspielen, ne? Wo die Qualität teilweise sehr zu wünschen übrig gelassen hat. Deswegen haben wir viele Rollenspieler, die Regelwerke auf Englisch einfach selbst teilweise übersetzt, weil die besser waren als die Übersetzungen, die irgendein Verlag gemacht hat. Ja, vor allem im Gegensatz zum Roman, das Regelwerk brauchst du jetzt sofort, weil du spielst ja damit. Genau, und das so Buch, ich sag mal, du willst dich ja bei einem Buch meistens entspannen und ich lese gerne englische Bücher, aber ich kann auch einer verstehen, wenn einer sagt, hey, pass mal auf, ich lese die Bücher total gerne, aber ich will das abends zum Schlafen gehen machen und da will ich nicht noch englische Texte lesen, ne? Und dann wartet man, glaube ich, auf einen deutschsprachigen Roman eher und kauft sich aber das englische Regelwerk früher. Ja, ja, definitiv. Ja. Also tendenziell, trifft natürlich nicht auf jeden zu. Ja. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, gibt's sonst noch News? Jetzt so sicherlich, aber jetzt ad hoc habe ich nichts aus der Hüfte zu schießen. Also ich weiß nur noch... Also MBO haben sie was ein bisschen an den Raketen geändert. Ne? Genau, ach stimmt, also sorry. Bei MBO ein paar News, ne? Also sie haben die Long-Range-Missiles getweakt, also wenn man Sichtlinie auf den Feind hat, dann fliegen die jetzt quasi gerade auf den Feind zu oder mehr oder weniger gerade. Nicht ganz so gerade wie jetzt MRMs, aber ich sage mal, so ein ganz leichter Bogen, ja, ganz sehr niedriger Bogen. Wenn man den Gegner nicht sieht, dann ist sogar der Bogen, kommt mir vor, etwas steiler als vorher, ja, also. Ja, definitiv. Die Flugzeit ist auf jeden Fall höher geworden. So ist es. Dafür haben sie aber die Velocity etwas erhöht, sowohl von den LRMs als auch von den ATMs bei den Clans. Also das sind zwei Missile-Systeme, die jetzt durchaus extrem aufgewertet wurden. Und das ist natürlich eine schöne Geschichte, sag ich mal. Wenn wir sehen, ob es zu stark ist. Im Moment habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es zu stark ist, aber ja, das
Muss man sich anschauen. Des Weiteren also, hat es natürlich einen neuen Mac gegeben, den Corsair. Warte, ganz kurz, ich würde mal was kurz sagen. Also ich habe das direkt gespielt an dem ersten Abend. Also gerade auf den offenen Karten war das schon ein bisschen die Hölle für die Teams, die wenig bis kein ECM dabei hatten durch den Direktbeschuss. Das Indirekte ist jetzt deutlich weniger schlimm geworden, weil die Aufschlagzeiten so groß sind, dass indirekter Beschuss sich in vielen Fällen gar nicht mehr lohnt. Mhm. Außer du hast wirklich Tech drauf und das Gelände ist halt relativ frei. Dann ist Entschuldigung. Aber Direktbeschuss, wenn du das hinkriegst, so auf zum Beispiel Polar Highlands, dann ist das die Hölle in Tüten für die andere Seite. Genau, aber es macht LRMs auch etwas taktischer zu spielen. Also es ist nicht mehr so eine dumme, ich stehe einfach hinten und drücke den Knopf Taktik. Ja, das stimmt. Weil das geht meistens in die Hose, ne? Sondern man muss jetzt wirklich auch ein bisschen näher ran, sage ich mal, oder versuchen zumindest Sichtkontakt zu haben, damit das wirklich super effektiv funktioniert. Und das finde ich auch schön, ne? Und wie man weiß, gibt's ja mit EMS, mit ECM und so weiter auch Gegenmaßnahmen dazu. Also hat das Spiel eine Runde taktischer gemacht. Das stimmt. Was auch geil ist, was sie mit dem Patch eingeführt haben, die alten Classic-Karten von Frozen City und Forest Colony in Nacht, Snow und was auch immer, welchen Varianten. Mhm. Und ganz ehrlich, ich habe die erste Runde drauf gespielt, die Leute haben dieselben blöden Fehler gemacht wie früher. Das war so ein Déjà-vu. Alle Mann in den Tunnel. Oh Gott, nein. Es ist nie weg gewesen, es war nur verdeckt. Ja. Was soll ich sagen? Aber es ist schön. Also es macht Spaß. Vor allem, ich habe das irgendwann schon mal gesagt, vor Monaten, so eigentlich total schade, dass sie diese Karten nicht mehr haben. Gut, du hast jetzt 12 versus 12 statt 8 versus 8 auf diesen Karten. Es ist teilweise schon echt eine üble Prügelei. Aber es geht besser, als ich es vermutet habe. Also von daher, ich freue mich, dass sie wieder da sind. Ja, also es macht richtig Spaß. Also ich muss vor allem sagen, also Forest Colony macht mir fast noch mehr Spaß. Also Frozen City ist wirklich ein sehr enger Stadtkampf meistens, weil die Mechs einfach viel schneller sind als damals. Aber Forest Colony macht richtig Spaß, ist einfach immer mitten in die Fresse rein quasi. Aber die neue Forest Colony ist dadurch nicht weg, das wollte ich mal sagen. Auch genau, die neue Forest weg, Frozen, die sind nicht weg, sie sind nur dazugekommen, die Classics. So ist es, genau. Also dann viele Leute mögen auch den neuen Mac, den Corsair, der rausgekommen ist. Ich finde, es ist einer der hässlichsten Macs, den ich je gesehen habe. Passt aber natürlich zum Lore des Macs dazu. Ja. Also vom Lore her ein lustiger Mac. Mir ist er zu hässlich. Ich fahre lieber schönere Macs. Ja. Aber es ist ein lustiges Chassis. Ne? Also ja, vor allem er ist gefühlt nicht zu verfehlen, so eckig und genau, kantig. Also er ist sehr kantig und eckig. Also das ist... Des Weiteren läuft im Moment auch noch so ein Lucky Charms Event, also wo man so Lootbags abstauben kann, wo sehr, sehr viele Preise drinnen sind, wo man sehr viel MCs und Zibils und alles Mögliche gewinnen kann. Also da kann man sich, wenn man quasi Freeplayer ist und kein Geld investieren kann, auch mal wieder kräftig MCs abstauben, um sich Zeug zu kaufen oder Hero Max oder irgendwas. Ja, also das ist wieder ein sehr schönes Ding. Mhm. Also das auf jeden Fall ein cooles Event. Man kann den Rifleman 2C noch pre-ordern, also für alle Claner unter uns. Oh. Für die nächsten 4 Tage, dann läuft das Pre-Order aus. Also das Pre-Order nicht, aber die Pre-Order Early Adopter Geschichten, die man gratis dazu bekommt. Ja, Rifleman 2C kann man jetzt sehen, wie man will. Ich finde den im Vergleich zum normalen Rifleman auch einfach nur hässlich. Ja. Weil der schaut aus, als hätte er eine Pizza auf dem Kopf. Also, ne? Genau. Ja. Also ich bin da nicht so ein Fan davon, aber ja. Wie heißt der Eckige nochmal, der hässliche? Corsair. Der Corsair. Genau, das ist nur für die Zuhörer, die es nicht wissen, ist das Inner oder Clan? Das Innersphere, das ist genau, so ein Peripherie-Mech, genau. Das ist so ein Frankenstein-Monster, das die Peripheriler aus irgendwie übrig gebliebenen Teilen anderer Mechs zusammengesetzt haben. Und so sieht er auch wirklich aus und das passt zum Lore. Und jeder, der so ein bisschen auf die Orks in Warhammer 40k steht, das Ding geht definitiv in die Richtung. Genau, es ist quasi der Ork der Mechs. Also es ist ja. Man kann auch sagen, der ist voll Ork. Okay. Ja, und dann gibt's ein ganz neues Pre-Order, das vor allem eine Story natürlich kommen wird. Den Derwisch.
Den der Fisch. Ich habe heute auch meinen Investitionsantrag bei der Regierung rausgegeben und ja, ich werde mir dann jetzt am Wochenende vorbestellen. Derwisch 55 Tonnen im Tabletop 585 schnell, also 81 km/h, hat primär Raketenbewaffnung, Mix aus LRMs und SRMs plus ein paar Medium Laser. Ist jetzt kein Übermaschine, wird höchstwahrscheinlich auch kein Meter werden. Jetzt durch die LRMs Direktbeschuss vielleicht ein bisschen kräftiger als der Trebuchet. Aber ist einfach ein Mech, der in eine Sammlung gehört, weil er zu den Klassik 3025er Mechs gehört. Punkt. Genau, ein voller Klassiker. Und ich muss auch sagen, ich weiß ja noch nicht, man weiß noch nicht, wie er wirklich im Game aussehen wird, aber das Artwork, was sie jetzt veröffentlicht haben, schaut da richtig cool aus. Also ich muss sagen, den haben sie wieder wirklich super hinbekommen. Ist ein richtig geiler Mech, ja. Ja. Also auch die Missile-Klappen wie im Original Concept Art, also die in dieser Bleistiftzeichnung, die es im Sourcebook gibt, ne, haben sogar die Missile-Klappen so seitlich versetzt draufgetan und so. Also schaut richtig cool aus, finde ich echt lässig. Ja, ja, ja. Also ich hoffe, dass er so auch dann im Spiel aussehen wird. Okay. Weitere Neuigkeiten. Also auch von der MWO-Front war es das, glaube ich. Also. Ich wüsste es auch nicht. Dann warten wir im Endeffekt auf MechWarrior 5 und schauen mal, wie es wird. Genau, so ist es. Da werden wir bestimmt, wenn wir ihn ein bisschen angetestet haben, mal eine eigene Folge machen. Genau, also es gibt so ein paar neue Screenshots davon oder so, aber man sieht jetzt nicht wahnsinnig viel. Aber die Screenshots lassen zumindest erhoffen oder durchblicken, dass das Spiel wirklich sehr gut, was jetzt Unreal Engine betrifft, auf 4K optimiert zu sein scheint, ja, weil es sind alles 4K-Screenshots, die da teilweise gepostet wurden, und das schaut sehr, sehr cool aus für ein Pre-Alpha-Bild quasi. Ja. Wann soll das nochmal kommen, MW5? Anfang September, ich glaube 9. herum oder sowas. Genau, sowas in der Richtung, ja. Okay. Dann zum eigentlichen Thema. Ist Battletech, stirbt es, ist es tot? Na, das, Toten sterben nicht, aber das ist natürlich ein Auslaufmodell, glaube ich mal eher so. Das ist so das Thema, das viele umgeht. Und ich habe es heute vorgeschlagen für heute, weil ich lese das total oft irgendwo in Facebook-Fangruppen, in Foren. Es wird unter Spielern diskutiert und auch immer dieser Ansatz, was könnte man besser machen oder was könnte man anders machen, um die Community zu beleben, neue Spieler, junge Spieler zu gewinnen, ja, und so weiter und so fort. Und deswegen dachte ich, das ist mal ein Thema, über das wir sprechen sollten. Und deswegen habe ich auch extra Kadukus gefragt, weil der hat mich so ein bisschen getriggert. Denn wir hatten neulich ein 25-Jahr-Jubiläums-Event vom 36. Dairon Regulars. Ja, wir haben uns 1994 als Tabletop-Unit gegründet. Und Kadukus war bei dem Abend dabei und hat mit einigem Abstand MWO erstmalig wieder gespielt. Und vielleicht kannst du mal kurz so ein paar Minuten deine Erfahrungen schildern, Kadukus. Es war äußerst zwiespältig in der Hinsicht, weil ich habe mich gleich willkommen gefühlt, weil das UI war das, was ich kannte. Also da hat es, also man muss dazu sagen, ich habe es bestimmt 2 Jahre nicht wirklich gespielt. Also ich habe so aufgehört, als die Klaner reinkommen. Also ich habe noch eine Medkit und das war's. Die habe ich vielleicht noch 3-4 Wochen gespielt oder so. Und dann habe ich eigentlich damit aufgehört. Und da war ja dann dieses UI 2.0, was damals so riesengroß war. Und das war halt noch identisch. Ich musste mich durch diese äußerst komplexen, unübersichtlichen Skillbaum durchhangeln. Wobei ich dann mehr oder weniger gesagt habe, du nimmst einfach alles von Panzerung und bei Waffen die du drin hast und so. Also das war, aber das Spiel an sich, sicherlich, ich bin raus. Zum Glück habe ich keine Videos von gemacht. Also wie ich geschossen habe, das darf man gar keinem zeigen. Ich bin auch manchmal... Wir haben alles aufgenommen und werden das gegen dich verwenden, bei passender Gelegenheit. Ja, ja. Das war teilweise schlimm. Also auch aber immer mit der King Crab, die ich irgendwo geschenkt bekommen habe, mal raus. Das war, da war auf so einer LRM-Karte, ich war irgendwie innerhalb von 5-6 Sekunden tot. Und ich hatte natürlich ein bisschen gehofft, dass es mich vielleicht wieder ein bisschen anfixt, weil ich bin halt Battletech-Fan, habe das ja auch wirklich sehr intensiv in der Beta gespielt. Und aber das Ergebnis war irgendwie, es ist halt,
Ja, es ist halt nicht mehr mein Spiel. Die Differenz zwischen mir als Neueinsteiger oder Wiederkömmling, aber im Endeffekt mit dem Skill eines Einsteigers und dem, was so auf dem Feld rumgelaufen ist, das war schon enorm. Also wir hatten da ja auch so Eventsachen mit Dragon rumlaufen und so, da habe ich einfach irgendeinen genommen, der irgendwie ausgerüstet war. Also das war schon gigantisch, was das halt eben auch abgeschreckt hat in der Hinsicht, wie das, wo ich mir dachte, wenn ich jetzt, das jetzt... Also du hast viele Entwicklungen ja dadurch nicht mitbekommen. Wenn ich jetzt denke, Clan-Invasion, das war 2014, meine ich, herum sogar. Das ist schon sogar ein bisschen länger her als die paar Jahre, die du da im Kopf hast, weil das war zur WM, in der wir Weltmeister wurden. Da war ich nämlich im Urlaub, weiß ich noch. Ich habe extra das Notebook mitgenommen, um ein paar Runden mit dem Mechs zu drehen im Urlaub. Um Gottes Willen, da war ich in Boltenhagen in Ostsee. Aber ich muss euch jetzt einmal unterbrechen, ja? Weil... Das hat nichts mit dem Tabletop zu tun. Nein, wir kommen ja noch dahin, wir kommen dahin. Ich mache die Überleitung, ich bin ja dabei, ne? Und okay. Der Punkt ist, weswegen ich das jetzt sage, ist die Komplexität, die ihm aufgefallen ist, Sachen, die hinzugekommen sind, das Skillsystem und so weiter. Und darüber haben wir dann diskutiert, was also auch sehr kontrovers der Kadukus und ich, und darüber bin ich dann gekommen zu sagen, Leute, es ist ein komplexes Spielsystem, aber es bietet halt auch Dinge, die viele oder die meisten Spiele nicht mal im Ansatz bieten, also auch eine Tiefe. Und das ist etwas, was ich auch in Facebook-Gruppen diskutiert habe, dass das grundlegende Kampfsystem, das dem Tabletop als auch MechWarrior Online und allen MechWarriors zugrunde liegt, so komplex ist, dass es natürlich wenig zeitlichen Raum noch für andere Sachen halt dann gibt, weil sonst würde das den Rahmen total sprengen. Mhm. Was ich damit sagen will, du hast im Vergleich zu den meisten Tabletops im Battletech mit einer Figur enorm viele Möglichkeiten. Ich meine, was hast du bei Warhammer oder Warhammer 40k? Du ziehst das Ding 15 Inch nach vorne oder sowas und machst eine Attacke, auf die du würfelst, vielleicht hast du eine Spezialfähigkeit. Das war's. Die Komplexität kommt dadurch, dass du eine sehr große Armee hast und dass die aufeinander abgestimmt ist und du halt auch Synergien oder Wechselwirkung untereinander hast. Moralwürfe, was auch immer und so weiter. Aber bei Battletech sind viele dieser Sachen allein durch das extrem detaillierte Schadensmodell in Relation zu anderen Tabletops das, was es halt auffängt und was halt das Spiel dann auch sehr unterschiedlich macht. Wenn du einen Aktivator-Treffer bekommst, einen Gyro-Treffer, einen Reaktor, einen Sensor, einen Pilotentreffer oder was auch immer, ne? Oder Waffentreffer. Und dadurch entwickelt sich das Spiel im Laufe der Zeit, bekommt es eine gewisse Eigendynamik und keine Partie fühlt sich wie die andere an, weil Sachen einfach dabei passieren, die du in anderen Tabletops, zumindest meine Erfahrung, so nicht hast. Und damit kannst du mit dem Grundgerüst schon wesentlich mehr anfangen. Und das Gleiche gilt auch für MWO. Dadurch, dass du diese extrem vielen verschiedenen Waffen hast, extrem vielen verschiedenen Chassis, Gewichtsklassen, Ausrüstungsgegenstände, Inner Sphere, Clan, Civil War, Age, ECM, bla bla blu bla, ne? Hast du eine riesen Sandbox sozusagen, in der du spielen kannst. Und das macht aus meiner Sicht den Reiz aus. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, oder sagen wir mal, ich weiß es, dass es Neueinsteiger abschreckt, weil entgegen dem Blizzard-Wahlspruch den Einstieg leicht und dann immer Anspruch, ne? Den Anspruch steigern, haut's dir bei Battletech von Beginn an alles um die Ohren. Ja, es ist, glaube ich, vor allem bei Tabletop schwierig, weil das Thema ist halt, also wie ich jung war, war Computerspielen eher eine Ausnahme, ne? Und wir haben schon, weiß ich nicht, mit 12, 13, 14 Jahren angefangen, Tabletop zu spielen, also, oder es konnte auch in meiner Familie jeder Schach spielen und solche Dinge. Also das sind einfach Dinge, mit denen ist man damals aufgewachsen und da hast du quasi halt, warst du gewohnt, dass du längere Zeit vor irgendeiner Art von Platte sitzt und irgendein Spiel spielst, ja. Und wenn man sich heute so, also das Schlimmste sind natürlich die, ich nenne es mal Zombies, also diese Smartphone-Zombies. Also
es sehr, sehr schwierig ist, Jugend da ranzukriegen, ja, sowas zu machen. Das, sage ich mal, ist halt, wenn die meisten, ich spiele mal Devil's Advocate, ja, viele Jugendliche haben halt die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne von einem Eichhörnchen oder so, ne? Da ist es extrem schwierig, von diesen 3-Minuten-Play-Sessions am Smartphone, die die meisten machen, wenn man so Auswertungen sich anschaut von Statistikbuden, auf du spiel mal 6 Stunden an der Platte. Ja. Also ja. Den Sprung schaffen, glaube ich, viele nicht. Und deswegen ist es auch, also zumindest in meiner Umgebung, die Erfahrung so, dass halt die Spieler, die sich auch neu, teilweise neu dafür interessieren, eher Altersklasse 35 plus sind, ja. Ich hab mir da muss ich jetzt mal, da würde ich gerne mal kurz Icke fragen. Also ich bin jetzt, oder ich werde jetzt 44 Jahre alt, ich gehöre zu der mittleren Battletech-Generation, aber Icke, wie alt bist du jetzt aktuell? 34. Genau. Das heißt, du bist eigentlich einer, klingt komisch, einer der jüngeren Spieler, einer der neueren in Sachen Battletech. Wie hast du das erlebt? Weil du hast ja vorher auch schon ein bisschen Tabletop gespielt. Wie war dein Einstieg in, vor allem in Classic Battletech und Alpha Strike vielleicht auch? Du kriegst eigentlich nur aufs Maul. Am Anfang kannst du es eigentlich knicken, weil du nicht genau jegliche einmal Regeln kennst. Einige Regeln sind unlogisch. Also sie widersprechen einem gesunden Menschenverstand. Manchmal. Und da du nicht genau weißt, manchmal aus welcher Entfernung was richtig ist und wie du das denn jetzt ausrechnest, ist es sehr, sehr schwer. Das ist mit Alpha Strike einfacher. Also Alpha Strike ähnelt ja geht ja Richtung Warhammer. Die machen ja auch ohne Hexfelder. Und was ich jetzt noch sagen wollte, ist, weil du sagtest, auch du mit den jungen Spielern, Hoshi, Warhammer etc. gibt es sehr junge Spieler. Ich bin in einer Warhammer-Gruppe, wo ich so ab und an mal, wenn ich mal Bock habe und Zeit habe, mal mitspiele. Dann sage ich immer, du gib mir eine Armee, Hauptsache Imperiale, und dann spiele ich mit. Das ist nicht so komplex wie Battletech, aber es geht eher Richtung, von der Komplexität, es ist eher Richtung Alpha Strike. Und es gibt jetzt ein neues Warhammer, was praktisch Battletech ist, mit den Titanen. Du hast ja nur noch 3, 4, 5, 6 von diesen Titanen und die haben auch ein ähnliches Datenblatt wie Classic Battletech. Ach was, also echt? Ohne Scheiß? Ja. Haben sie jetzt dieses Jahr neu gemacht. Ja, aber... Und, ja? Das ist halt eins dieser typischen Games Workshop Nebensysteme, die es ja in den letzten Jahren massiv gab und wovon viele über eine Grundbox und 1-2 Monate Support nicht drüber hinausgekommen sind. Also die haben ja viele der alten Spiele, Battlefield, Gothic, Necromunda und sowas wiederbelebt und auch diverse so Mini-Skirmisher-Games gemacht und nur ganz, ganz wenige, also im Fantasy-Bereich das Shadespire und im 40.000-Bereich das Team Kill oder Kill Team, so rum. Kill Team. Das hat sich da durchgesetzt. Die anderen Sachen, nee, also das Titanenspiel, ich glaube nicht. Ich habe davon lange nichts mehr gehört, auch wenn ich kein aktiver Spieler bin, aber ich verfolge die Szene noch, dass da noch weiter was kommt. Ich habe mir übrigens, also wenn ich jetzt mal so reinfahren darf, ich habe mir das zu dem Thema, weil der Olli mich ja schon länger angefragt hatte, mir schon mal Gedanken dazu gemacht, ne? Und verrückt wie es ist, ich habe da sogar einen Zettel, damit ich nichts vergesse. Darf ich vorher meine These? Ja, gern. Und ich würde dann übergeleiten. Ja, also meine These ist, Battletech an sich wird es irgendwann nicht mehr geben, weil einfach weder die Geschichte einen Fortschritt erlebt, noch es gibt keine Minis, es gibt ab und an mal die Einsteigerboxen, ansonsten es passiert nichts in diesem Universum. Ja, es gibt jetzt ein paar Romane hier, ein paar Romane da, aber grundsätzlich, es passiert einfach nichts in dem ganzen Universum. Und man sieht es bei Games Workshop mit ihren Warhammer-Lizenzen, da geht es immer weiter. Die haben praktisch, nachdem dieser neue Oberchef kam, haben die alles praktisch neu aufgelegt. So aus dem der schlafende Riese ist erwacht, sagen einige. Unter anderem deswegen machen die jetzt auch wieder alles selber. Und nicht mehr über Fantasy Flight zum Beispiel, diese Nebenprodukte mit Rollenspiel etc.
Ja, aber eben, erstmal, also das Wort, dem Wort nichts hast du ja selber schon widersprochen, weil es kommt ja was, nur halt nicht in dem Maße, wie es jetzt ein Games Workshop bringt. Okay, verstanden, ne? Aber ja, was ist denn so toll daran, dass man dauernd dieses Wettrüsten mitmachen muss? Also ich habe ja selber es geht mir nicht ums Wettrüsten. Warte, lass mir ganz kurz noch meinen Punkt zu Ende bringen. Ja. Ich meine jetzt nicht, es muss jetzt den gleichen Output haben wie Warhammer. Aber du brauchst grundsätzlich, erst einmal, du brauchst einen ständigen Strom an Figuren. Figuren gibt es praktisch nicht. Ja, doch, natürlich gibt's sie schon. Die kannst du jederzeit kaufen, davon gibt's genug. Aber das Problem ist, dass die... Wo denn? Ne, welche? Ja, du kannst dir die selber drucken und so. Nein. Geh auf fantasywelt.de, du kannst dir jederzeit Figuren bestellen. Nur nicht das komplette Portfolio. Das ist das Problem. Und das gewisse das meine Figuren. Ich ja. Natürlich gibt es. Ja, aber du machst jetzt 0 und 1. Du sagst, es gibt nichts, es gibt keine Figuren. Natürlich gibt's das, aber nicht halt in der vollen Bandbreite. Und ehrlich gesagt, das ist auch eins der Probleme, dass die Bandbreite in BattleTech einfach zu groß ist. Mhm. Das hatten wir damals in dem Gespräch hier mit Dingenskirchen Himmels. Jetzt musst du mir mal auf die Sprünge helfen. Mit in unserem Podcast mit Michael? Ja, genau, dankeschön. Mit Michael hatten wir das doch, dass einfach die Auswahl viel zu groß ist und ein Neueinsteiger vor diesem gigantischen Wu steht und gar nicht weiß, was er kaufen soll. Die Einsteigerboxen sind nur ein. Ich bin ja mit meiner Dings noch nicht ganz fertig. Pass auf. Okay. Es gibt natürlich irgendwo Fantasy-Laden oder so, dann gibt es wieder ein paar, aber es gibt keine große Verlagslinie, wo es heißt, okay, wir machen jetzt die und die Max, die und die haben wir auf Lager, die haben wir produziert in einer guten Qualität. Und zwar, da ist nun mal Warhammer einer der, wo man sich messen lassen muss, da in die Richtung muss es gehen, weil die haben einfach mal natürlich geile Minis. Ja, sie haben es auch, weil sie auch diese Masse haben, aber in die Richtung muss es gehen. Und du hast nirgendwo eine Marketingstrategie. Ja, weil das, also was schon stimmt, also da muss ich in Ike zustimmen, ist dieser rote Faden. Ja. Also wie ich Battletech angefixt wurde, ja, da waren ja die Romane relativ neu, sage ich mal. Ja, da war Gott sei Dank, ich sage jetzt mal die goldene Zeit, ja. Du hast im Roman gelesen, auf Mallory Worlds, der hat einen Archer und bist hingegangen und hast dir einen Archer geholt. Und dann hast gelesen, der hat einen Warhammer, dann hast du einen Warhammer geholt. Also die Minis gab's alle, ja, dann ist das Battletech Rollenspiel rausgekommen. Ob das jetzt gut war oder nicht, das kann man drüber streiten, aber wir haben's gespielt, ja, also, und man konnte das Rollenspiel mit dem Tabletop kombinieren und es gab Szenario-Maps mit fertigen Hexfeldern und Aufbauten und so weiter. Viele Leute stehen drauf, wenn sie das alles selbst machen, aber es gab das Zeug auch zu kaufen, ja, und du hast es den Leuten leicht gemacht, sage ich jetzt einmal, sich sofort in diese Welt, die es gerade vor einer Woche im Buch gelesen haben, quasi sehr immersiv, oder wie man sich das immer nennt auf Deutsch, da rein zu versetzen und das zu spielen. Ja. Und dann bist du auch voller Fieber am RPG oder am Tabletop-Spielen gewesen, ne? Weil du dich voll in diese Welt hineinversetzen konntest. Und ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass das Faser halt in den 90ern irgendwann den roten Faden verloren hat. Das war natürlich einmal geschuldet durch diese Rechtsgestichelte mit Harmony Gold, die halt gerade die Classic Designs, die Unseens, Rescenes, was auch immer, ne, dann vom Markt genommen hat. Das hat die Szene schwer beschädigt, aber selbst danach sind sie dann auch nicht mehr so richtig in die Spur gekommen und der Schritt zu Dark Age war für mich, also der Art und Weise, wie es gemacht wurde, war fast ein Todesurteil für die das Althergebrachte. Ne? Also absolut, da können wir uns drauf einigen. Darum geht's ja jetzt gar nicht. Nein, aber das aktuell. Dadurch sind wir doch in dieser aktuellen Situation. Das ist doch der Auslöser dafür, das war doch der Bruch. Wenn es nicht passiert wäre, dann wäre es also vielleicht in Warhammer gelaufen. Genau, also ich kenne sehr, sehr viele Battletech-Spieler von damals, ja, die wie quasi dieser Bruch gekommen ist und Dark Age eigentlich, es war so richtig ein Hammerschlag, wie das rausgekommen ist, ja. Da haben, ich sage jetzt einmal,
80-90%, selbst der Hardcore-Spieler, die ich kannte, gesagt, jetzt werfe ich das Handtuch, spielen entweder gar nichts mehr oder sind die auf irgendein anderes System umgestiegen. Und oder haben sie haben sich dann noch auf ihre Classic-Ebene oder was auch immer zurückgezogen. So ist es, oder haben seit 15 Jahren kein Battletech mehr angerührt. Ja. Ja. Ich möchte aber, wie gesagt, ich bin mit meinem Punkt noch nicht ganz fertig. Und ich will gleich zu Kato überleiten. Es ist jetzt nur eine Frage, das ist ja Catalyst, ne? Catalyst gehört Hasbro, glaube ich, oder? Kann das sein? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Catalyst sind diejenigen, die das machen. Catalyst ist unfähig. Das sehe ich auch an anderen Systemen, wie sie mit Shadowrun umgehen, aber das ist jetzt was ganz anderes. Catalyst ist unfähig, alles zu nutzen. Sie hätten jetzt mit dem neuen Battletech-Spiel, hätten sie einfach was rausbringen können. Und wenn sie die gleichen scheiß Minis von diesem Computerspiel genommen hätten und irgendwas gemacht hätten, aber die schaffen es nicht. Und deswegen ist meine Aussage, Battletech wird einfach untergehen, die werden nichts mehr machen, weil sie einfach kein Geld in die Hand nehmen, um irgendwas neu zu starten. Gut, da kommen wir wieder zu dem Thema, muss das denn überhaupt sein? Ich meine, warum müssen wir unbedingt immer was kaufen? Warum gibt es, ich meine, Fußball ist ja auch nicht dahin verstanden, dass das Adidas und Nike und was auch immer am Anfang oder auch von Beginn an so, das ist euer neues Fußballsystem und wenn ihr bei uns alles kauft, dann werdet ihr da viel Spaß haben, sondern es entsteht ja auch aus den Leuten heraus. Ne? Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, gerade durch das Internet, mal sehen, wie sich jetzt das Urheberrecht darauf auswirkt, die neue Regelung, aber durch die Kreativität, durch 3D-Drucker, was an Figuren in den letzten Jahren entstanden ist, so in halblegaler Produktion, ne? Das ist der Wahnsinn. Und die Szene an sich ist aktiv. Und ich glaube, der Kasus Knackpass, ich meine, wenn man jetzt hinnimmt, dass Dark Age einfach ein schwerer Sollbruch war, und das ist jetzt schon 15, 20 Jahre her. Und davor die Sache mit Harmony Gold. Aber warum schafft es die Szene selber keine jungen Spieler zu rekrutieren, wenn sie eigentlich in sich geschlossen aktuell relativ aktiv noch ist? Und das ist so eine Frage, die ich mir stelle. Liegt es wirklich nur an den Shop-Angeboten, am Publisher, oder liegt es am Spiel und an den Spielern selbst? Kadukas, was meinst denn du? Ich hole ein bisschen weiter aus, weil ich würde gerne meine Gliederung durchgehen. So ein bisschen, die ich habe. Also jetzt hier kleiner Monolog im sächsischen Dialekt. Ne? Notfalls abschalten. Nein! Nein, und zwar, ich finde, man muss da mehrere Punkte vielleicht ein bisschen trennen oder so. Zum einen möchte ich unterscheiden zwischen total neuen Tabletop-Spielern und Tabletop-Spieler, die auch The Battletech ausprobieren. Weil wenn es um total neue Spieler geht, dann hat Battletech das gleiche Problem wie eigentlich alle anderen Tabletop-Spiele außer die von Games Workshop. Weil offensiv auf dem Markt mit Produkten, mit Werbung, auch über Computerspiele in größerem Maßstab und vor allem durch ihre Läden und was damit Neuspielergewinnung angeht, ist eigentlich nur Games Workshop aktiv, weil man halt den Laden hat, um dort vorbeizugehen. Klar, es gibt halt diese Hobbyläden, wie hier den Comicladen da in Nürnberg und so weiter und so fort, wo man auch andere Tabletops sehen kann, aber das in dem Games Workshop lebt, habe dort auch gearbeitet und es ist immer noch so, wird halt eben auch offensiv Laufkundschaft beworben, das Hobby Tabletop beizubringen. Ich kenne das noch aus meiner eigenen Zeit. Da werden dann auch, wenn es kleinere Kinder sind oder Jugendliche, die kommen ja auch mal mit den Eltern, dann wird eben auch das andere Seiten des Tabletops, also sprich das Basteln, das Malen, das Interagieren mit Leuten, rauskommen und sowas, das wird dort ja auch als ein positives Argument, was es ja auch ist, propagandiert und so weiter. Das ist eine Sache und das hat aktuell nur Games Workshop, weil die diese einzelnen Läden haben. Sicherlich mag es halt auch große Läden geben, die andere Tabletop-Systeme in ihren Fokus leben, aber jetzt deutschlandweit und europaweit direkt offensiv macht das nur Games Workshop. Deswegen möchte ich da sagen, gar nicht, das ist nie das Battletech-Problem, das haben alle Tabletops, die in der Hinsicht sind. Also geht es, finde ich, viel wichtiger, was die Umsteiger sind. Ich meine, ich spiele jetzt seit ein paar Jahren Infinity und ich bin ja auch Umsteiger und die meisten Leute, die Infinity spielen, haben mit irgendeinem anderen Tabletop-Spiel angefangen. Meistens halt. Das heißt, da gibt's also auch so Wechselströme.
Genau, die halt was anderes gespielt haben und was Neues ausprobieren wollten. Bei mir war es zum Beispiel halt, dass sie Warhammer Fantasy eingestampft haben und jetzt durch dieses komische 40.000 mit Bögen ersetzt haben. Age of Sigmar. Ja, braucht man nie drüber reden in der Hinsicht. So, jetzt kommt gerade meine Frau und der Hund freut sich wie verrückt. Ich hatte es angedroht, aber das müssen wir. Ja, dann mach kurz eine Pause, dann sage ich was dazu. Ich kann ohne Problem weitermachen. Also geht es darum, Umsteiger zu gewinnen. Und ich bin ab und zu mal auch auf solchen Conventions, weil dort auch mal Infinity-Turniere sind, wo halt auch andere Tabletop-Systeme halt zu sehen sind. Unter anderem auch Battletech. Das freut mich persönlich immer sehr. Aber wenn ich halt in diese Räume gehe oder wo das halt dann eben dementsprechend halt ist, naja, dann ist es immer halt eins, ja, es sind meistens ältere Leute, aber die haben auch oft ihre Kinder dabei und da sind auch ab und zu mal ein paar Jugendliche. Also, dass es nur alte Leute sind, kann ich gar nicht sagen. Aber wenn ich andere Tabletops mir angucke und dann sehe ich dort Battletech, dann denke ich mir, was ist denn das? Da liegen ein paar Papierkarten, da sind ein paar Püppis drauf, die optisch tief aus den 80ern sind. Und eventuell, der ein oder andere hat vielleicht nochmal ein paar 3D-Karten, aber auch wegen der Spielbarkeit reduziert man das ja auf ein gewisses angenehmes Maß zurück, sage ich mal. Man will es ja nie komplett übertreiben. Also optisch ist der Eindruck, was ist denn das für ein Tabletop, nie unbedingt so das Perfekte. Das schreckt halt am Anfang ab, ne? So ein bisschen. Das ging mir aber 2012 tatsächlich auch so. Also als ich 2012 mit Battletech Tabletop wieder angefangen habe, habe ich das dann hier Freunden und Bekannten gezeigt. Und ich habe mich im ersten Moment, weil ich die Jahre davor ein bisschen Warhammer 40k gespielt habe, ich muss es zugeben, ein bisschen geschämt für Optik und Haptik. Die Figuren von mir waren scheiße bemalt, eben die genannten Pappbögen, die auch durchaus ihren Reiz haben, spielerisch gesehen, und ich glaube, der Icke mag die auch nicht wirklich. Und da haben wir halt angefangen, auch ein 3D-Gelände dann halt zu entwickeln, das auch transportabel und nutzbar ist und nicht immer so schnell kaputt geht. Aber ja, ich glaube, das Auge isst halt mit, und auch gerade was Figuren angeht, da bräuchten wir einfach Neues, und das von Ironwind oder wie die heißen, die Hersteller, wo die Lizenz liegt, die Qualität ist einfach nicht gut. Das ist leider das Thema, wo ich sag, was halt dem Battletech-Spiel eigentlich noch mehr schadet, ist ja eben dieser Zugang, ich sage jetzt mal, zu 3D-Druckern und so, ja. Und wenn man jetzt sieht, dass teilweise Leute, die im Prinzip aus den 3D-Modellen von MWO Figuren drucken, ja, die in der Qualität Faktor 10 bis 100 besser sind als das, was man kaufen kann, dann verübel ich es auch fast niemandem mehr, dass er diese Figuren ausdruckt. Ja. Also es ist sehr problematisch, weil dadurch natürlich weniger Revenue an die Lizenzholder geht und das Spiel noch mehr in den Hintergrund tritt. Ne. Das, ja, aber selbst schuld. Das Finanzielle möchte ich... Ja, definitiv selbst schuld. Das Finanzielle an der Sache, das will ich gar nicht mal beleuchten. Nichtsdestotrotz ist es so, wenn man jetzt mal von der optischen Schiene abgibt, dann ist es eigentlich schon so, dass Battletech die Leute eigentlich ansprechen müsste. Weil eben wegen seiner Komplexheit. Und wenn man jetzt gerade so Spiele wie Dark Souls oder jetzt hier das neue Sekiro sieht, ich meine, die Gruppe ist ja da an Leuten, die sich durchsetzen wollen. Und wenn man mit Infinity zum Beispiel anfängt, dann kriegt man die ersten 15, 20 Matches auch nur aufs Maul, weil das auch mega komplex ist in der Hinsicht. Wollen wir jetzt gar nicht so tief in das Detail halt alles eingehen. Das ist halt schon da. Da hat Battletech mit Alpha Strike die Möglichkeit, zumindest optisch die Leute anzufixen. Was dann aber fehlt, ist, glaube ich, ein wenig der Support der neuen Spieler auch. Die Battletech-Szene ist ja, was sozial angeht, manchmal sehr zerstritten. Und ja, das kann man laut sagen, ja. Und das macht's halt eben auch schwierig. Ne? Ich meine, der Einstieg ist ja relativ günstig. Jetzt kommt bald die neue Box, wo man das Zeug dabei hat. Und selbst wenn man ja jetzt mal so eine Viererbox holt oder so, da nimmt man jetzt noch nie viel Geld in die Hand. Aber wenn man sich dann mal rumfragt,
man findet halt wenig Leute, die das einen unterstützen. Und ein Tabletop-Spiel lebt nun mal davon, dass du auch nicht nur in deiner eigenen Gruppe, wo du sagst, komm, hier vier Leute, wir finden das ganz interessant, lass uns das mal angucken, sondern du willst ja auch mit anderen Leuten spielen. Und ja, und das genau, also auch die Herausforderung. Und du findest halt niemanden. Das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Du hast zwar diese Conventions, wo das sind, und klar, wenn du auf Facebook unterwegs bist, gibt es auch regelmäßig irgendwelche Treffen in der Hinsicht, aber ich weiß nicht, ob die Leute sich schämen oder so, Battletech zu spielen, aber... Nee, ich glaube nicht, dass das Schämen ist teilweise. Mir ist es teilweise so vorgekommen, wie ich quasi einen neuen Anschluss gesucht habe, weil im Prinzip meine lokalen Battletech-Spieler so ein bisschen weggestorben sind. Ne? Also ist nicht wörtlich, aber sprichwörtlich. Habe ich einfach Anschluss gesucht, habe auch wieder nach einer Pause wieder angefangen, MWO zu spielen und so. Ne? Und selbst in MWO hat sich mir das Gleiche präsentiert wie im realen Leben, sage ich mal, dass sehr, sehr viele von diesen Battletech-Gruppen sehr, sehr abgeschottet sind oder sehr, sehr elitär sind, so nach dem Motto, was will denn der jetzt da oder so, ja. Und wäre ich nicht durch Zufall mehr oder weniger jetzt auf die 36er gestoßen, ja, hätte ich wahrscheinlich wieder aufgehört damit, ja. Weil das war so die einzige Truppe, wo, ja, also eh gleich der Olli gesagt hat, oh, komm her, spiel mit uns, ole, ole. Bin dann auch gleich nach, war glaube ich 3 Monate dabei, bin ich gleich zum Chapter-Treffen gefahren, war alles total geil, also war richtig super. Und, Nur noch wenige Tage! Genau, so ist es. Nur noch wenige Tage bis zum nächsten. Und freue mich schon riesig drauf. Aber ich sage, das ist leider die Ausnahme. Und ich glaube aber, genau solche Spielergruppen würde es brauchen, um die Leute ranzuziehen, ja, die auch eben so, weil ich habe es gemerkt am letzten Chapter-Treffen und dieses Jahr ja wieder, das haben wir in der Jugendherberge, ja, wo auch andere Leute rumschauen und so weiter, und da hat man durchaus mit anderen Gästen und auch sogar Jugendlichen, die dort waren, im Jugendherberge, sagt der Name, Gespräche geführt, ja, und die waren extrem interessiert an der ganzen Geschichte, ja. Aber wenn die jetzt natürlich anstatt auf uns oder auf ähnlich eingestellte Gruppen treffen, auf so den Standard eher elitär geschlossene, müssen wir mal beschnuppern, hinkommen, dann kann das nicht funktionieren. Und man sieht das ja auch in vielen anderen Bereichen so, ja. Also wenn ich das jetzt vergleiche mit, ich bin auch sehr viel auf so Comic-Cons und so weiter unterwegs, ja. Da gibt's auch Gruppen, die sind komplett abgehoben, die haben extreme Nachwuchsschwierigkeiten, weil es einfach zu wenig interagieren, ja. Da nenne ich jetzt keinen Namen, weil sonst ist irgendwer sauer auf mich. Aber es gibt auch genauso Gruppen wie, super Beispiel für mich ist die 500 First Legion Star Wars, ja. Da kannst hingehen, da kannst mit jedem reden, die helfen dir, da wirst reingezogen und weißt du es nicht, wenn du's, da gibt's Leute, oh, ich habe aber nicht so viel Geld, ich kann mir das nicht leisten, und eher du dich versehen kannst, hast eine Sturmtruppenrüstung, ja, weil sie zusammengespendet wurde von Leuten und so. Also da wird sich geholfen, ja. Und genau sowas würde Battletech auch brauchen, um voranzukommen. Nicht nur jetzt die Hersteller, die da Sachen produzieren, da gebe ich dem Ike voll recht, das ist ein absolutes Manko, aber es liegt auch zu einem großen Teil meiner Meinung nach an der Community, hier was anzupacken. Und da fehlt meiner Meinung nach viel der Drive. Ich stimme dir zu, und das bringt mich total auf den spannenden Gedanken, wo wir auch den Turn wieder zu dem Battletech-System an sich dann auch wieder hinbekommen. Und zwar spielt einer von euch, also nicht Skat, sondern verdammt, mal, heute fehlen mir die Worte. Nicht Schafkopf, sondern Poker? Nein. Tommy. Bitte? Also ich kann nur tarokieren. Oder Romy, Magic. Nein. Naja, auf jeden Fall, das Problem ist Uno. Das Regelsystem. Ne? Doppelkopf wollte ich sagen. Doppelkopf. Ach, bei Doppelkopf, wenn du mit jemandem neues Doppelkopf spielst, sitzt du erstmal ein paar Minuten da und klärst die Grundregeln, weil es so viele Ausnahmeregeln gibt, so viele lokale Bräuche, die einfach so unterschiedlich sind, dass du, wenn du einfach losspielst, dir zwangsläufig in der ersten Partie schon in die Haare kommst. Und genauso ist es bei Battletech. Durch dieses komplexe Grundregelsystem musst du dich eigentlich erstmal hinsetzen und auskaddeln, nach welchen Regeln du spielst. Weil
die Interpretationsspektrum von Battletech, was Partial Cover, Initiative, wer zieht wann und Floating Critical, Center Critical, Partial Cover, plus eins, plus drei, hasse nicht gesehen, Zugregeln. Ich habe mal mit welchen gespielt, die haben mir glatt erzählt, Partial Cover wirkt immer, egal wie, in beide Richtungen. Das heißt, ich stehe in Teildeckung bis zur Hüfte, schieße auf den Gegner, der auf freiem Feld steht, und der kriegt trotzdem einen Defensivmodifier von 1 oder 3, je nachdem, welche man Regel spielt, aufgeschlagen, wie er auf mich. Das heißt, im Prinzip gab es gar kein Positionsspiel und aus den Wäldern gleich galt das Gleiche. Das heißt, stand ich im Wald, kriegte ich die plus 1 genauso drauf wie der Gegner, der auf mich schoss. Und damit war es nur noch eine reine Würfelorgie. Wer besser würfelt, hat gewonnen. Bei gleichen Werten auf beiden Seiten sozusagen. Und da stehst du dann und holst dann erstmal das Regelbuch raus, suchst die richtigen Seiten und diskutierst eine halbe Stunde rum, bevor du richtig spielen kannst. Ja. Und das fällt natürlich einfacher, wenn du in deiner eingeschworenen Peergroup, wo du seit Jahren dieselbe Regelinterpretation spielst und eben nicht diskutieren musst. Das stimmt, ja. Gebe ich dir vollkommen recht, aber ich muss auch sagen, du hast mir das Gegenteil bewiesen. Weil ich habe jetzt mit euch spiele ich eigentlich ja nur am Chapter-Treffen zusammen. Ja. Und wir hatten das erste Chapter-Treffen, haben wir eigentlich, ich sag mal, Classic Battletech gespielt, ja. Dann am zweiten haben wir Alpha Strike gespielt und jetzt am letzten haben wir eine Mischung aus Alpha Strike und Classic gespielt. Battle Strike! Ich nenne es mal die Storyteller Battle Strike Version. Ja. Yeah. Und es war eigentlich, wenn es jetzt jemand gut vorbereitet und du bist ja nicht mehr lange mein Chef, aber deswegen ist es jetzt kein Arschkriechen, aber du hast das einfach gut vorbereitet, ja, hast den Leuten erklärt, Jungs, so spielen wir das, und das hat vielleicht 10 Minuten gedauert, ja. Und eigentlich war es jedem klar, also Regelstreitigkeiten gab es eigentlich nicht. Es gab Streitigkeiten, weil wer scheiße gewürfelt hat vielleicht, ja. Ja, aber das lag auch daran, dass ihr nur Gelegenheitsspieler, weil ihr habt das angenommen, weil ihr sozusagen, okay, ich war dann im Moment der Maßstab, aber ich habe das schon so oft erlebt in eingespielten Gruppen, du kommst dahin und dann steht dir so ein Block entgegen und dann willst du auch nicht unhöflich sein, vor allem wenn du irgendwo Gast bist, ne? Und das ist schon anstrengend. Also ich neige dann dazu, einfach zu sagen, okay, ich habe meine Regelidee, du hast deine oder ihr habt eure. Wir würfeln jetzt einfach eine Initiative. Wer gewinnt, dessen Regel wird halt genutzt, sozusagen. Ne? Mhm. Also das halte ich immer noch am fairsten. Aber es gibt einfach eine Menge Betonköpfe, die rücken keinen Millimeter davon ab. Und dann wird's halt unglaublich anstrengend. Ja, und dann kommt's natürlich auch zu dieser Außensichtweise, wenn man dann zu so einer Gruppe dazukommt. Das ist aber so ein komischer, elitärer Bunch, weil die halt ja der ist der fixen Überzeugung, dass er die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, ne? Da haben wir wieder das Problem, ja, was du auch angesprochen hast. Das Spiel ist für alte, dickköpfige Männer. Säcke! Und Säcke sind auch das Problem. Ja. Die Spieler sind das Problem. Weil sie einfach zu engstirnig sind. Und solange es kein vernünftiges Supporten durch den Hersteller gibt und neue... Das könnte man ja alles regeln durch ein neues Regelwerk. Und sie haben es ja auch versucht mit Alpha Strike. Das macht die Sache leichter, aber solange halt der alte Mann sagt, oh, Alpha Strike, das habe ich noch nie gespielt, ich spiele immer nur Klassik, wird da auch nichts Neues passieren. Ja, aber das Problem ist ja wirklich, also das ist so eine Hassliebe. Also ich liebe ja das Klassikspielprinzip eben, weil es so eine tolle Komplexitätsstufe hat und weil es mir als guter Spieler Möglichkeiten eröffnet, jenseits von, ich muss einfach nur gut würfeln. Ne? Du kannst über Classic Battletech, klar kannst auch durch Würfelpech einfach verlieren, ist mir oft genug passiert, was weiß ich, erste Feuerrunde, AK-20 Kopf, die Sache ist vorbei. Ne? Das kann dir da auch passieren. Mhm. Aber
durch die vielen Würfelmöglichkeiten und Variablen hast du einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten, das Spiel zu deinen Gunsten zu beeinflussen. Im Vergleich, ich habe da ein Warhammer 40k Spiel von 2008, älteres Regeledition, da stellte ich meine Armee auf, der Gegner stellte seine Armee auf, war Nekons, ich hatte Space Marine, und da hatte der eine wunderschöne Figur in der Mitte, riesengroß aus Metall. Ich sag, was ist denn das? Das ist ja geil. Sag, das ist eine Banshee. Ich sag, wow, cool. Die werde ich mal so gleich richtig mit meinen Raketenwerfer-Jungs bestrafen. Sagt er, nee, nee, mit den Raketenwerfern machst du keinen Schaden auf das Ding. Ich sag, oh, wow, ist die so heftig? Dann nehme ich hier meinen Panzer mit dem Lasergeschütz. Nee, nee, mit dem machst du auch keinen Schaden. Und ich guckte schon so meine Whirlwind-Raketenbatterie an. Was ist mit denen? Ja, nee, auch nicht. Wenn deine Scouts Scharfschützengewehre dabei hätten, was sie nicht hatten, und dann eine 6 würfeln und dann auf kritisch nochmal 6, dann könnten sie einen Punkt Schaden machen, aber da ich jede Runde einen Punkt Leben regeneriere, eigentlich gar nicht. Was saß ich da so und dachte, warum habe ich jetzt meine Figuren überhaupt aufgestellt? Warum bin ich hergekommen? Also klar hätte ich das Gefecht irgendwie gewinnen können, indem ich versuche, alles um diese Figur herum wegzuschießen, während ich meine Einheiten opfer und er seine Heldenfigur einfach mitten in meinen Pulk reinzieht und alles vernichtet. Aber das ist halt, sowas kann dem Battletech eigentlich nicht passieren. Es gibt natürlich auch schlechte Mechs, aber grundsätzlich kannst du aus fast allen Modellen irgendwas rausholen und ein gutes Spiel machen. Und das ist das, was mich total kickt. Und das habe ich noch in keinem anderen Tabletop in den letzten 25 Jahren so wiedergefunden wie im Battletech. Naja, da möchte ich mal so widersprechen, weil Battletech hat das Problem, im Zweifel haben alle Assault Mechs. Nö. Wenn du das falsche Terrain hast, dann bist du am Arsch mit den Assault Mechs. Genau. Wenn falschen, ja, oder Heavies halt. Aber wenn du Szenario hast, das falsche, dann ist es auch bis für den Arsch. Ja, also da widerspricht sogar die erste Partie, die ich mit dir, Ike, zusammengespielt habe. Das Classic Battletech-Szenario. Da haben wir nämlich eine ganze Gruppe an Bandern gehabt, der, sage ich, selbst für die Light Mechs ein scheiß Mech ist. weil er sehr langsam ist, ja. Und wir haben durch sehr, sehr gute Positionierung in der ersten Runde ein Story seine Heavy- und Assault-Lanze aufgemischt, ja. Weil das eben, das Terrain das hergegeben hat, ja. Wenn du jetzt ein offenes Feld hast, ja, und es laufen zwei gegnerische Mechgruppen aufeinander zu, am offenen Feld gewinnt Firepower, ja. Und da hast im Assault im Zweifelsfall mehr. Der Gegner läuft nur schneller in deine Kugeln rein, wenn er kleiner ist, ja. Aber das hast du in den meisten Fällen nicht, ja. Aber ganz ehrlich, wenn ich nach PV gehe, für die Assault, stelle ich dir so viele Lights auf, ich bringe dich trotzdem um. Genau, ja. Also das ist, und eben, du hast ja auch dann meistens die Überzahl, ja. Also wenn du wirklich BVs ausrechnest und so weiter, hast du ja auch wesentlich mehr Einheiten, ne? Deutlich mehr. Und damit fast immer die Initiative in irgendeiner Form. Also so ist es, ja. Dann lass mich jetzt anders ausdrücken. Bei den offenen, wo wir auf den Cons waren, die Leute haben, auch wenn es eine Tonne nehmen sie dann her die schwereren Einheiten. Du hast selten ein ausgewogenes Verhältnis, wie du eigentlich in der Lore hast. Hä? Dieses Verhältnis hast du nicht. Eher umgekehrt. Also im Lore ist es meistens mit Plot-Armor gearbeitet. Ich meine, da ist ein Kai Alet-Liao, der die komplette Falkengarde da einäschert. Also und solche Sachen. Also im Lore gerade, muss ich sagen, sind wenige Autoren in der Lage, ein vernünftiges Battletech-Gefecht darzustellen. Sie verfälschen es meistens aufgrund von dramaturgischen Effekten. Und die Gefechte, die du auf dem Tabletop in Realität hast, mit diesem gleichen BV, das gibt es in der Realität kaum. Also auch in realen Schlachtfeldumgebung haben sich ja nicht zwei Armeen aufgestellt und wir gucken jetzt mal, dass wir ungefähr gleiche Kampfkraft haben, damit es für beide Seiten fairer ist. Man greift ja gezielt da an, wo der Gegner schwächer ist. Dann, lass mich sagen, vielleicht habe ich mir jetzt falsch ausgedrückt. Also dort, wo es heißt, man einigt sich auf einen BV-Wert, ja, haben die meisten
Die wenigsten nehmen dann noch Light oder Medium Max mit. Was? Vielleicht mal ein Light irgendwo, aber was ich gesehen habe, ich rede nicht von dir. Ja, aber das sind die Leute, die grundsätzlich gegen mich verlieren, also ist okay. Ja, würde ich auch sagen. Okay. Also ich, das sehe ich auch mal so. Also ich habe jetzt auch mit auf die, ich war jetzt da in Hamburg auf der Con und meine Einheit war mittelschwer mit ein paar schnellen Schweren sozusagen. Es war eine schnelle Kavallerieeinheit und ich habe neulich auch noch Megamech gespielt, was ja auch Tabletop sozusagen auf einer Open-Source-Basis ist, ne? Und da hatte ich auch Orion auf der Gegenseite und dergleichen und das war eine offene Karte. Das Einzige, was sie hatten auf dieser Karte, waren ein paar Rough-Felder. Nicht mal Level 1. Es gab ein paar Senken am Kartenrand von Level 0 und Level minus 1, meine ich. Entschuldigung. Und was habe ich gemacht? Ich habe meine Streitmacht gesplittet. Die eine Hälfte rechts rum, die andere Hälfte links rum. Und dann musste er sich entscheiden, wem dreht er den Rücken zu. Und das war sein Problem. Und ich habe diese Partie mit nur einem Verlust, ein Dragon, der leider beim Hinfallen auf seine Munition fiel. Auch so etwas. Wann hat man das schon mal in irgendeinem Spiel? Der Dragon fällt und sprengt sich selber in die Luft. Auch sehr schön. Sonst kein Verlust erlitten und einen Griffin erbeutet im Gegenzug. Also das, ich glaube eher, und das ist vielleicht jetzt auch so ein Punkt, Icke, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber du hast natürlich jetzt nur eigentlich, du bist ein guter Tabletopper, ich habe dich sehr schätzen gelernt, du bist sogar einer der besseren Gegner der letzten 10 Jahre, muss ich sagen, Top 5, weil du ein intuitives Verständnis dafür hast, aber ich glaube, was du vorhin angesprochen hast, weil du eben noch nicht alles kennst, und das ist wahrscheinlich ein grundlegendes Problem von Battletech, kannst du es nicht umfassend beurteilen, und das ist ein zentrales Problem dieses Spielsystems. Da würde ich jetzt direkt eingrätschen wollen. Ja, mach mal. Weil du hast lange nichts mehr gesagt. Nee, ich war nämlich noch ordentlich fertig. Wir sind ja bei dem Community-Thema und jetzt ein bisschen abgeschweift. Und wir kommen wir nämlich zum nächsten Problem, was es für einen Einsteiger oder Umsteiger oder Nebensystem, wie auch immer, Spieler halt eben auch noch schwierig macht. Ich meine, er hat sich über die Hürde hinweggesetzt, er hat vielleicht auch ein paar Leute gefunden, mit denen er regelmäßig spielen kann, hat die Grundeinsteigsbox, aber dann kommt halt das nächste und dann trifft halt das System megamäßig hart, weil nach der Einsteigerbox du bist halt völlig verloren, was du machen sollst. Zum Ersten finde ich es persönlich ungünstig, dass das Regelwerk Geld kostet. Das machen andere Tabletops mittlerweile besser, die halt das Regelwerk kostenlos, zumindest als PDF, zur Verfügung stellen, aber dann zum Beispiel eben die Hintergrundbände eben im Verkauf anbieten, die ein Online-Wiki anbieten oder sowas. Aber da kommen wir dann im ganzen Problem mit der Rechte-Sache, Catalyst und so weiter alles dazu. Aber dann geht's halt weiter. Was kaufe ich denn jetzt nach? Wo verstärke ich mich? Was sind Einheiten und so weiter? Da wird der Spieler halt total einfach fallen gelassen und in der Hinsicht überhaupt nicht unterstützt. Bei manchen Systemen gibt es halt irgendwelche Codex-Bücher, Fraktionsbücher, ne? Ich meine, da hat man halt eben ein Buch, um irgendwelche napoleonischen Armeen auszuheben oder irgendwelche Panzereinheiten oder irgendwelche Orden oder was auch immer. Das gibt's halt gar nicht. Also sprich, das gibt's, aber ja. Es hat sich nicht durchgesetzt. Das ist ja das Beschissene. Ich habe sie ja hier. Es gibt für Alpha Strike gibt's einmal das Haus Kurita Combat Book, Combat Manual, und es gibt das Mercenary Combat Manual. Ich habe mir beide selber zu Weihnachten geschenkt und bin total happy, dass es diese Bücher gibt. Und dann dachte ich, oh Gott, wann kommen denn die nächsten? Davian Steiner, was auch immer. Ich brauche ja auch ein bisschen Feinderstellung, um die zu zerschießen, und habe nachgelesen. Die letzten Einträge dazu sind irgendwie 2 Jahre alt und da wurde eventuell darüber gesprochen, ob es vielleicht doch nochmal ein Davian geben soll. Und das zeigt mir, die Dinge haben sich finanziell nicht durchgesetzt. Die wurden von der Community nicht angenommen. Aber es stimmt schon, was da Kali sagt. Ich meine damit jetzt nicht Alpha Strike, aber eben wieder, wie ich Battletech angefangen habe zu spielen, ne? Da gab's die ganzen Sourcebooks zum Draconis Combine, zu den Wolfsdragonern, ist sogar meine Einheit, die ich damals gespielt habe, die Eridani Light Horse, ja, hat's ein Sourcebook gegeben und solche Dinge, ja.
Also da hat es extrem viel Info gegeben. Ja. Die Sourcebooks gibt es alle nicht mehr, ja, und die werden auch nie wieder aufgelegt. Also das ist auch schade. Ja. Du willst doch aber auch als Einsteiger, selbst wenn es die Bücher gibt, du willst doch nie erstmal 60 Euro für das Regelwerk hinlegen und dann nochmal 40, 50, 60, 70 und weiter Euro hinlegen, um irgendwelche Hintergrundbücher zu bekommen, wo du eben sagen kannst, okay, jetzt kann ich eine Söldnereinheit machen. Als ich damals Battletech angefangen habe, wir hatten so ein paar Püppis, es war so alles so 30, 25er Rahmen und dann gab es da einen Laden, da gab es ein paar Minis, da habe ich mir einfach ein paar coole ausgesucht, was zum Ergebnis war, dass ich auf einmal einen Sagittär dort stehen hatte, der natürlich leicht überpowered war zu den ganzen 25er Gurken. Ne? Also, und es gibt halt auch kaum eine, auch dadurch, dass die Community so gespalten ist, halt eine Online-Lösung, wo zu sagen, hier, und jetzt hast du angefangen, und wenn du was machen willst, das ist zum Beispiel ein gutes Pack, um das zu erweitern, weil es halt auch unheimlich viele Viererboxen gibt mit Einheiten und so weiter, die teilweise sogar manchmal innerhalb gar nicht stimmig sind und so weiter und so fort. Also sprich, du fühlst dich ein wenig verloren, wo man so sagt, wie entwickle ich mich denn jetzt, wie entwickle ich mich denn weiter? Und gerade weil es so eine kleine Szene ist, finde ich, ist halt das der Punkt, dann auch noch die Hürde zu sagen, und hier kannst du dir über eBay oder halt über diverse Shops, manche Bücher gibt's ja auch noch so, praktisch die Sourcebooks dazu kaufen, finde ich das halt schwierig, weil du willst das spielen, du willst das erweitern, du willst aber eigentlich nicht Geld ausgeben für Zeug, wo du erstmal sagst, damit spiele ich nie, sondern das ist halt erstmal nur Hintergrund. Das finde ich halt schwierig. Da müsste halt meiner Meinung nach eben Catalyst eben auch ansetzen und sagen, was weiß ich, wir bieten jetzt die Regeln, also nie bloß das Starter, sondern eben auch die intensiveren, halt eben kostenlos an. Oder zum Teil. Ja, Moment, da muss ich auch mal reingätschen. Also ich weiß nicht, wie es bei Warhammer oder Games Workshop heute ist, aber als ich 2008 gespielt habe, da habe ich mir Kampf um MacGregor die Grundbox halt geholt. Und da waren die Grundregeln genauso drin wie in der Starterbox von Battletech auch. Und wenn ich jetzt mit Space Marines ernsthaft anfangen wollte, musste ich mir einen Codex kaufen. Das war auch ein Buch. Richtig, und das aber hat auch Geld gekostet. Wir können Battletech in der Hinsicht nicht mit Games Workshop vergleichen, weil die sind der absolute Marktführer, was das angeht. Die können sich das leisten, für ihre Codex-Bücher Geld zu verlangen. Wenn man aber in andere Tabletops angibt, dann sind die entweder extrem günstig, also da gibt es teilweise, wenn man jetzt mal so Kugelhagel oder sowas sieht, das ist jetzt hier so Napoleonische Kriege oder noch ein bisschen eher, da kriege ich halt ein Sourcebook für 20 Euro und da sind dann aber alle drin. Oder ich finde... Ja gut, also dafür ist das Battletech-System zu komplex, um alles in einem Buch. Den Wälzer willst du nirgendwo hinschleppen, weil dann müsstest du Aerotech, du müsstest so viel mit reinnehmen. Aber ich glaube, das Total Warfare, das ist schon sehr, sehr vollständig und eigentlich auch schon zu viel, muss ich sagen. Also wenn ich das als Neuensteiger vorgelegt bekommen würde, ich weiß nicht, ob mich das motivieren würde, das alles, da müsste ich das schon sehr wollen. Ich weiß nicht, wie das Buch konkret aufgebaut ist, weil ich habe es selbst nicht. Schaust dir am 1. Mai bei mir an. aber viele Bücher sind sowas wie Anfängerregeln und dann Advanced Rules oder sowas, dass man erstmal so ein kleines, ja. Das ist auch so, aber es ist halt ein Nischensystem, und wenn sich ein Nischensystem halt praktisch am Leben halten will oder vielleicht sogar expandieren, dann muss es halt auf die Spieler zugehen. Das ist halt, dazu sind sie verpflichtet, und sie machen es schon nicht über die Miniaturen. Na, weil man da eben nie sagt, hier, da gibt's ein Pack. Jetzt haben sie diese Kunststoffminiaturen für die Grundbox. Warum gibt's denn da nie noch andere, die sie einzeln kaufen müssen? Klar, das kostet Entwicklungsgebühr und so weiter und so fort. Aber wenn es ein System wie Malifaux gibt, das ein totales Nischen-Skirmisher-System, und selbst die bekommen es hin, Kunststoffminiaturen zu produzieren für einen relativ guten Preis. Warum schaffen die das nie? Also ich finde, du bist an dem Punkt, du steigst ein, du holst dir die neue Einsteigerbox, die ist sehr günstig vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, aber danach baut sich halt ein Berg auf, wo du siehst, da ist auch eine finanzielle Sache dabei. Auch was jetzt, es gibt zum Beispiel auch keinen Hersteller, der Spielmatten anbietet. Das ist ja so gerade in den letzten Jahren aufgekommen, dass man sich keine Platte mehr bauen muss, sondern halt ausrollbare Spielmatten, so aus Maus,
Gibt es jetzt vereinzelte Hacksysteme? Gibt es schon, aber halt nicht keine offiziellen. Nichts von Battletech für Battletech. Ne? Das gibt es halt nicht. Ne? Es fehlt halt irgendwie der zentrale Anlauf, um zu sagen, hier, da ist es. Ich meine, klar, andere Hersteller produzieren die Matten und die Geländestücke und sowas auch nicht selbst, aber die haben dann eben eine Kooperation mit einem Hersteller, wo man das... Oder Lizenznehmer. Ja. Oder Sublizenznehmer, ne, sozusagen. Wo man das. Aber da kommen wir wieder an den Punkt, also das ist ja ein grundlegendes Problem, die Zerschlagung der Lizenzen, um das Maximum an Kohle rauszuholen. Das haben wir in älteren Podcasts auch schon zu Neige diskutiert und das macht die Battletech-Situation natürlich wahnsinnig schwierig und auch die Tatsache, dass die Produktlinien nicht klar erkenntlich sind für den Einstieg, dass man nach der Grundbox relativ allein gelassen wird und so weiter und so fort. Okay, nehmen wir das mal, ich glaube, da sind wir alle uns einig, dass das echt ein Problem ist. Aber sag ich mal, wenn jemand all diese Hürden bereit ist zu meistern und vielleicht so jemand hat, dann kommt der nächste Schritt, Community aufbauen, Mitspieler finden, in andere Gruppen reinkommen, die diese anstrengenden Regeldiskussionen, die teilweise abturnen Mitspielerschaft, weil die dann halt sehr eingefahren sind, okay. Aber das Spiel selber, ich meine, Infinity kenne ich jetzt nicht so gut, ne? Aber es wird mir so als das bessere Battletech auch ein paar Mal verkauft. Was macht denn Infinity regeltechnisch als Spiel, ohne das außenrum zu betrachten, so viel besser als Battletech? Na gut, da muss ich natürlich mal ein bisschen einsteigen. Also zum einen, es hat nicht diese Initiative-Reihenfolge wie Battletech, aber es hat, weswegen dieses Spiel so komplex und so gern gespielt wird, ist, bei allen anderen Tabletops, die ich jetzt kenne, ist es so, dass wenn man diese klassische Du bist dran, ich bin dran und so weiter und so fort, dass man in der Ich bin nicht dran Phase relativ teilnahmslos ist. Sprich, man macht nicht viel, man macht ein paar Rüstwürfe und nimmt ein paar Miniaturen vom Feld. Das ist halt nicht so, sondern du hast halt immer eine Reaktion. Wenn der Gegner etwas tut, einfaches Beispiel, ich komme um die Ecke mit einem Flammenwerfer, dann stehe ich nicht halt da und denke, ja, schieß halt mal, sondern dann kann ich noch reagieren. Also das Einfachste wäre, ich könnte ausweichen. Da habe ich dann halt zum Beispiel einen Würfelwurf gegen seinen... ja, da habe ich halt eine Reaktion auf praktisch das, was mein Gegner tut. Und dadurch, dass die Miniaturen alle sehr viel tun können, sie können natürlich die klassischen Sachen, Nahkampf und Schießen, aber da es ja im Cyberpunk zukunftsmäßigen Sci-Fi spielt, gibt's ja auch noch Hacker, dann gibt's noch so klassisches elektronisches Equipment. Also ich habe immer viele Sachen, die ich tun kann. Ich weiß nicht, wie viele Skills es gibt, aber es sind so bestimmt 100 Stück oder so, weswegen auch die Einstiegskurve halt schwierig ist, mit denen ich reagieren kann. Klar kann ich jedes Modell alles miteinander tun, aber dadurch, dass ich bei jedem Zug meines Gegners praktisch immer mit dabei bin, weil alle, währenddessen, wenn ich dran bin, habe ich nur ein Modell, was ich bewege und was irgendwas macht. Aber theoretisch... Also wie bei Battletech eigentlich. Genau, auch, oder? Aber im Gegenzug ist es so, dass alle Modelle, die eine Reaktion auf das bewegte Modell bekommen, in der Regel dadurch, dass sie es sehen, beziehungsweise es gibt noch so Bereichskram, aber da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, haben... Das heißt, ich gehe nach vorne und will auf einen schießen und das sind 10 Figuren und die sagen alle, weißt du was, Kollege? Ich schieße zurück. Ich knall dich jetzt weg. Genau, das ist halt so eine Sache. Dadurch macht das sehr taktisch, weil dann nehme ich eventuell ein anderes Modell und werfe zum Beispiel erstmal eine Rauchgranate, damit ich eben von den 4 anderen Modellen, die mich noch sehen, 2 in die Sichtlinie verdecke, zum Beispiel. Das auch cool, kommt doch. Und was dazu noch kommt, was meines Wissens das einzige Spiel aktuell ist, was es so ist. Es ist so, wenn ich jetzt mit 10 Modellen spiele, das ist so klassisch, dann generieren mir diese Modelle 10 Befehle. Und diese 10 Befehle kann ich aber auf beliebige Modelle ausgeben. Ich könnte also theoretisch ein Modell lang 10 Mal agieren lassen. Aha.
Okay, also ich will es nicht zu weit vertiefen, weil sonst wird es ein Infinity-Podcast, aber ich glaube, ich habe verstanden, worauf du hinaus willst. Aber dann frage ich mich doch, wenn komplexe Spielsysteme wie Infinity neben den Giganten von Games Workshop aktuell Erfolg haben, warum wird dann ein auch durchaus komplexes Tabletop wie Battletech für seine Komplexität kritisiert? Ich glaube, es wird nicht wegen der Komplexität kritisiert, weil das, wie gesagt, das zeigen ja die From-Software-Spiele hier, Dark Souls und so ähnliches, dass Komplexität nach vielen, vielen Jahren, es wird immer einfacher, immer casualer, das war auch im Tabletop ähnlich wie beim Computerspielen der Bereich, wieder gefragt ist. Aber, und das ist eigentlich seltsam dafür, dass es Spanier sind, sie machen bei dem drumherum vieles richtig. Sie sind ein Nischensystem immer noch. Die Regeln sind kostenlos. Die Hintergrundbücher kannst du kaufen. Es gibt ein Online-Wiki, wo du alle Regeln sind, wo du sofort nachguckst. Also auch Zeitgeist. Ich nehme kein Regelbuch mehr mit auf ein Turnier. Ich habe ein Handy. Wenn ich eine Frage habe, gucke ich in mein Handy rein. Muss ich keine 300 Seiten wälzen. Wo steht denn das drinne? Ich habe einen Online-Army-Builder direkt vom Hersteller, wo ich meine Liste... Aber wie willst du denn einen Gegenüber, der deine Regeln nicht akzeptiert, mit dem Handy ordentlich schlagen? Also mit dem Wälzer geht das wesentlich besser aus eigener Erfahrung. Ja, das nimmst du einfach ein also Nokia mit. Und dann ich muss jetzt sagen, ich hab Infinity quasi nicht gekannt, ja, bisher gehört mal ein paar Sachen oder so. Ich habe jetzt, weil der Karukus da vorgetragen hat, mal nachgeschaut, wie leicht es für mich wäre, als Unwissender schnell an Infinity-Zeugs zu kommen, sage ich mal. Ich habe mir direkt von der Infinity-Homepage mal die Regeln downgeloadet, ja, die kannst du einfach gratis downloaden, ja. Und es gäbe sogar in Österreich 3 Shops in meiner Nähe, wo, ich sag mal, eine Riesenanzahl an Figuren zu relativ günstigen Preisen, nämlich so 3 Figuren für ungefähr 9 bis 10 €, ja, und ein bisschen schönere Figuren so bis 15 €, ja, leicht zu haben sind, wo man sich über so einen Army-Builder sehr, sehr cool einfach seine Zeug zusammenstellen könnte und sogar das ganze Matten-Set und Zubehör eigentlich relativ günstig ist. Ja. Also ich könnte, ich sehe den Hoshi schon auf dem Chapter-Treffen als Infinity-Jünger ankommen. Nee, absolut. Mit all dem Zeug. Habe ich jetzt keine Lust. Aber ich wollte es einfach mal anschauen. Ja. Also ich sage mal, mit so einer Investition von wahrscheinlich 50 € bin ich super dabei. Ja. Das ist ja. Einstieg ist, aber sie greifen zum Beispiel eben auch die Community-Sache an. Sie haben keinen einzigen Shop. Also man kann wahrscheinlich in ihrer Firma kaufen, aber die sitzen irgendwo in so einem Industriegebiet. Aber zum Beispiel engagieren sie sogenannte Workhorse. Das sind einfach Spieler, die sagen, ich finde das System geil, ich will das unterstützen. Dann kannst du dich bewerben, wirst in der Regel relativ schnell angenommen und dann kommst du auf so einer Karte, die kann man auf der Webseite auch finden. Und das sind praktisch Spieler, die sagen, du hast Interesse an Infinity, ich helfe dir dabei. Ich bin selbst so einer, ich habe eine Tabletop-Gruppe aus dem Erzgebirge, die hat vor Weihnachten erst angefangen. Ich verdiene damit kein Geld, aber wenn ich halt so Events mache, dann kann ich die dann so in einem Portal eintragen, da verdiene ich mir so ein paar Punkte und mit diesen Punkten kann ich dann im Shop halt einkaufen und krieg dann halt Rabatte und sowas. Das ist halt. Ich knick weg, echt, du machst echt Tabletop-Tupper-Partys, ist ja geil. Naja, so zu sagen. Also das ist halt die Sache. Ich meine, ich sitze im Discord mit einem der Entwickler in Spanien. Wenn ich eine Frage habe, kann ich den direkt anschreiben, da mache ich Ad und dann seinen Namen, dann habe ich innerhalb einer Stunde eine Antwort. Also, das ist halt eine Sache, wo sie in der Hinsicht halt viel richtig machen. Dann ist natürlich so, aktuell passiert auch unheimlich viel in der Story. Gut, das hatte aber Battletech in seiner Phase auch. Also das möchte man jetzt in seiner Hochphase auch, dass da unheimlich viel passiert ist. Das möchte ich jetzt nie als positives Argument sagen. Dafür ist es halt einfach ein älteres System und sowas. Sie gehen halt mit dem Zeitgeist halt einfach mit.
Ja, ich meine, es gibt. Das möchte ich auch nochmal kurz. Da vorhin bin ich da, habe ich dich reingegrätscht, aber das fand ich in den 90ern auch geil, das, was Hoshi vorhin gesagt hat. Da hat sich die Timeline noch sehr linear entwickelt und man ist mit den Helden und den Nationen und den Elite-Einheiten und was auch immer mitgewachsen und hat deren Stories erlebt. Grey Death, Wolf's Dragoons, House Kurita, Davensteins und so weiter. Und das war wirklich geil und ich davon zehre ich als Battletech-Fan auch noch, dieses wilde Hin- und Hergespringen in den Timelines und dann da nochmal eine Parallelgeschichte und da nochmal und dann springen wir nochmal zurück nach 2750 und dann sind wir parallel bei den Clans irgendwo noch. Das überfordert mich nicht, aber es macht mir nicht so viel Freude, weil ich immer nur wieder von einer Insel zur nächsten hüpfe und nicht mehr so richtig mitgenommen werde. Genau, es ist so eine Progression, ne? Also ich vergleiche das immer ganz gern mit Herr der Ringe, ja. Wie ich das erste Mal gelesen habe, ja, habe ich den Hobbit gelesen, dann den Herr der Ringe gelesen und das war so richtig geil, also war aufeinander aufbauend und der Herr der Ringe ist ein riesiger Wälzer, wo man auch dann aufeinander aufbaut und das Ganze hat, ne? Aber die ganzen anderen Bücher dann zu lesen, die es dann so gab, ja, also Silmarillion war noch relativ lustig, weil es auch sehr linear eben davor ist oder so, aber es liest sich schon fast wie ein Telefonbuch, weil so viele Leute drüben vorkommen. Aber hast du wenigstens die Nummern gemerkt? Genau, aber die anderen Bücher dann zu lesen, die teilweise so halbfertig sind oder sonstige Geschichten, macht dann nicht mehr so viel Spaß. Genau das gleiche bei Battletech. Die sage ich mal, Grundstoryline, also die ersten drei Trilogien vor allem, also die Grey Death Trilogie, Warrior Trilogie und Kerensky Trilogie, meiner Meinung nach absolut genialst, ja. Dann noch so Bücher wie Wölfe an der Grenze und Erbe des Drachen, sehr absolut geniale Bücher, ja. Also das ist für mich auf dem Level, wo man sagen kann, wenn es das heute verfilmen würdest, wäre das Game of Thrones mit Battlemechs, ja. Ja, also, ist definitiv. Also so, ja. Wäre ein super Stoff auch für Verfilmung und so weiter, ja. Und irgendwie ist, sage ich mal, so Richtung Endgame plötzlich die Luft draußen gewesen aus dem Ganzen. Was mir halt auch negativ bei den neueren Romanen auffällt, schlägt in dieselbe Kerbe. Das ist alles so ein bisschen deprimierend, was dort geschrieben wird, ne? So, ach, der Krieg und alle leiden und so weiter. Ich meine, das ist in der Realität so, aber ich will eigentlich mehr so diese Fiktion. Dann wird gesagt, ja, aber die Geschichte von Grayson Death Carlyle ist ja schon auch ein bisschen cheesy. Ja, na und? Ich will das lesen. Wenn ich Realität und Dokumentarstil haben will, dann gucke ich mir einen Dokumentarsender an oder kaufe mir irgendwie ein Buch von einem Kriegsberichter oder sowas in der Richtung. Und das will ich aber nicht. Ich möchte gerne auch schon dieses Melodram haben. Und den Eindruck, das haben so die letzten Battletech-Romane, die ich gelesen habe, die neueren, nicht ganz so rübergebracht. Deswegen fand ich diese Grasshopper-Geschichte wieder ganz erfrischend, weil das auch teilweise schöne Geschichten halt hatte. Aber nicht nur. Also, ist so halb-halb. Genau, also es muss immer, ich sage immer, gerade bei Fiktion, die man liest, die auch dramatisch sein kann, muss irgendwann ein Payoff dabei sein. Ja, also ein Payoff, das muss ein, ja. Also es muss sich auszahlen irgendwann. Ach, so Payoff, ja, okay, ja. Das war der Österreicher. Genau, das war der Österreicher. der Payoff. Also für mich zum Beispiel so Game of Thrones ist ein super Beispiel, ne? Es gehen dir manche Charaktere gewaltig auf den Sender, ja, aber dann endlich stirbt der Joffrey an seinem Gift oder der Littlefinger bekommt den Hals durchgeschnitten. Sensationell. Ja, ja. Solche Momente brauchst du, ja. Wenn ich was Deprimierendes sehen will, dann kann ich mir auch Schindlers Liste reinziehen, aber das schaue ich mir sicher nicht so oft an wie Game of Thrones, ja. Also. Ja, stimmt. Also nicht, dass das ein schlechter Film ist, aber es ist ein dokumentarisch angehauchter Film, der da reinpasst, aber den schaust du nicht so oft an. Ja, ich schaue mir auch sicher kein zweites Mal Requiem for a Dream an, obwohl der Film super ist, aber danke, ich weiß jetzt, ich werde nie Drogen nehmen und das war's für den Film. Ja, also der Untergang, einer der besten Filme, die ich je gesehen habe, ich habe den einmal gesehen. Ich kann mir den nicht ein zweites Mal noch angucken. Genau. Das geht nicht. So ist es, ja. Aber John Wick kann ich mir dreimal anschauen, ja. Es ist einfach, ja, obwohl der Film komplett sinnlos ist, ja, aber und komplett unrealistisch. Aber das ist einfach was Unterhaltung bieten muss. Man möchte ein bisschen Ablenkung, genau. Und genau das muss sowohl Tabletop als auch die Geschichte dazu bieten. Ja.
Halten wir an dieser Stelle fest, auch da hat haben die Battletech-Autoren ein bisschen geschlunzt, weil es ein bisschen zu political drama und zu viel Kriegsleiden, es ist zu viel Realität auf der emotionalen Ebene eingezogen und dieses leicht Märchenhafte haben sie zurückgefahren, was ich auch schade finde, dieses Ritter in Battlemech, sondern jetzt eher knallharte Soldatenprofis, genau, in Battlemechs. Ja. Ne? Und vor allem, sie haben die Helden deiner Jugend eigentlich teilweise so richtig sinnlos verheizt. Ja. Ja. Also das dramatischste Beispiel für mich ist, ich habe eigentlich alle Grey Death Legion Bücher absolut geliebt, ja, bis dann auf den Schluss, ja, wo ich mir gedacht habe, ja, alter Schwede, dafür habe ich jetzt diese Einheit so geliebt, das ist ja das Buch, ey, das möchte ich dem Autor links und rechts mit wachsender Back, wie so ein Buch, weißt du, aufschlagen, umschlagen und immer wieder zuschlagen. Also genau, ja. Was ist bei Dying Time passiert? Okay, Vorsicht, Spoiler. Also er hat innerhalb von einem Roman praktisch alle Protagonisten der Grey Death Legion umgebracht. Und zwar auf the most stupidest arts, auf die möglichst blöden Weisen. Und die Sache ist halt, ich finde sogar noch, wie er Grayson relativ zu Beginn tötet. Ich meine, das Buch ist jetzt schon 15 Jahre alt, deswegen kann man das sagen. Den lässt er durch Krebs sterben. Und das fand ich sogar noch interessant, auch wenn es mir schon wieder fast zur realitätsgetreu war, nach dem Motto, er hat so viele Reaktortreffer in seinem Mechs mitbekommen, dass die Strahlung bei ihm langfristig den Krebs verursacht hat. Ich finde den Anfang noch am schönsten geschrieben. Aber danach schreibt er die Grey Death Legion durch wirklich blöde Entscheidungen systematisch kaputt. Die betreffen Entscheidungen und auch alle anderen Protagonisten und Antagonisten. Das Tragische dabei ist, in der Realität gibt es durchaus so dämliche Entscheidungen, teilweise auch so gehäuft. Aber in einer gut angelegten Geschichte will ich das nicht lesen. Genau, also es ist so, wenn man quasi so weit kommt, dass man eine Einheit, die bekannt dafür ist, dass sie taktische Situationen so massiv ausnutzt, ja, dass sie eigentlich in kompletter Unterlegenheit immer gewinnen, ja, mit solchen taktischen Fehlern vernichte, ja, wo man sagt, haben die alle eine Gehirnwäsche hinter sich oder was ist da los? Ja? Also ja, es wird gesagt, Grayson ist tot und das Element, was die Grey Death Legion berühmt und besonders gemacht hat, ist weg und damit können sie von jetzt auf gleich nichts mehr. Genau, das ist alles unfair, andere sind Volldödels, ja. Ey, das ging gar nicht. Also unabhängig davon, also im Prinzip der Tod von Grey Death, von Grayson, kommt mir vor wie der dritte Alien-Film. Für sich genommen, echt gut gemacht, zerstört nur die Serie. Genau. Also einfach komplett sinnlos, ja. Ja. Und das, also dieser Trend hat sich leider fortgesetzt. Dieses Märchenhafte, dieses Schöne auch mal ein Happy End zu haben oder so ein Happy End vielleicht auch mit einer Träne im Auge oder sowas, ne? Das haben sie irgendwie rausgenommen. Finde ich auch ein bisschen schade. Okay. Aber ich glaube, die Zeit läuft uns ein bisschen weg. Story nehmen wir mal auch so hin. Also grandios angefangen. Sie zehren bis heute davon. Es blitzt immer mal wieder auf. Aber sag ich mal, diese Klassikerqualität, wie sie die in den Ende der 80er und in den 90er hatten, die ist leider schon auch ein Stück weit verloren gegangen. Mhm. Okay, ich möchte jetzt aber nochmal Icke nochmal eine Frage stellen, weil der ist da vorhin ein bisschen zu kurz gekommen, weil wie gesagt, er ist ja noch ein relativer Neueinsteiger und ich weiß ja von ihm, dass er mit den Classic Rules und dem Hexfeldern und so weiter nicht so, der ist halt nicht der größte von. Also du spielst lieber Alpha Strike, so wie es halt ist. Wie stehst du denn zur Regelkomplexität an sich? Als eher jüngerer Tabletop-Spieler? Ich habe nicht gesagt, dass ich lieber Alpha Strike spiele, aber es kommt mir so vor. Classic hat, ja, sagen wir es mal so, Classic hat Vorteile für so diese Dogfights, sag ich mal, für wenige Einheiten. Wenn ich halt mit vielen Einheiten spiele, dann was einfach sich geiler anfühlt, wenn du dann halt mal eine paar Kompanien hinstellen kannst, ne? Das ist einfach ein schöneres Gefühl und deswegen es ist eine Schlacht auf einem größeren Scaling ist immer kleiner als irgendein immer geiler als irgendein Dogfight. Ja, Dogfight haben auch Vorteile, aber deswegen bin ich eher Richtung Alpha Strike, weil es halt schön ist, weil du auch ein größeres Terrain hast.
meistens sogar ein schöneres, weil du dann irgendwo dein angemaltes Styropor hinlegen kannst und das ist halt ein Felsen als im Klassik. Der Vorteil bei dir ist, also beim Klassik, wenn man das mit dir spielt, dass du halt diese auch ein 3D-Gelände hast. Die meisten spielen ja nur auf diesen Karten. Und diese Karte, und dann ist da plötzlich ein Berg drauf mit Höhenlevel 7, das ist halt Kacke. Also ein Höhenlevel 7 Kacke. Ja. Du hast praktisch kein Gelände, weil du ja auch wieder ein großes Scaling hast. Wie lang ist ein Feld? 18 Meter? 30. Oder 30 Meter, ja. Das kannst du halt auf dem Tisch schlecht darstellen. Das ist der Vorteil von Infinity. Du hast halt ein Scaling, und du kannst halt die Gebäude dann auch hinstellen und die passen dann auch zu deinen Einheiten von den Höhen. Ja, Was auch ein Problem von Battletech ist, dass das Scaling halt einfach mal für den Arsch ist. Ja, das stimmt. Locust ist fast so groß wie der Atlas, ja. Ja, warum ist die Jenna genauso groß wie der Atlas? Ja. Fast. Also, ein Problem von Battletech ist, dass du das Gelände nicht richtig darstellen kannst und dann dadurch, wenn du nicht genau drin bist oder das schon seit mehreren Jahren oder Jahrzehnten machst, kannst du die Taktik nicht so einschätzen, weil du einmal nicht genau weißt, was deine Mechs können. Obwohl, das kriegst du dann auch hin durch deine Bögen, aber spätestens, wenn du die anderen siehst, dann sagst du, ja, es ist ein Warhammer 5K mit ECM und AK2 und 4K8 und LRM15 und irgendwas, ne? Ja. Und das ist ein Atlas, der hat Sprungdüsen, der kann 8 Dinger weit springen, dann sag ich, okay, wenn du das sagst. Aber du kannst halt den Gegner nicht einschätzen. Ja, du kannst sagen, Okay. Geh mal her, dann guckst du es dir an. Gut zu wissen, dann werde ich das demnächst auch gegen dich verwenden. Atlas mit den 12 Sprungdüsen, kein Problem. Ja. Du kannst halt das nicht einschätzen, was der Gegner hat. Und das ist ein großes Problem und das ist beim Alpha Strike besser. Ja, klar, weil da weniger Möglichkeiten sind und weniger Varianz. Aber das ist genau das und das ist für mich ganz schwieriger Punkt. Ich liebe gerade dieses Diverse, dieses Unterschiedliche, um das Maximum aus der Maschine, das perfekte Feld, die Bewegung, 3 Runden wie beim Schach am besten im Voraus rechnen und das brauchst du alles bei Alpha Strike nicht. Das heißt, in gewisser Weise, wenn man ein normal großes Gefecht in Alpha Strike spielt, so sagen wir mal 12 gegen 12 oder so. Sorry, wenn das vielleicht jetzt ein bisschen blöd oder arrogant rüberkommt, aber ich bin da, weil ich Classic total approved bin, unterfordert. Ja, ohne Frage. Du kannst halt als Neuer mit Alten nicht Classic spielen. Du wirst die nächsten 5 Jahre nur verlieren. Außer du bist so gut wie Icke, dann vielleicht nicht. Aber oder du würfelst so gut wie der Icke. Aber es ist nicht neueinsteigerfreundlich und es wird sich nicht ändern. Weil wir sind jetzt schon bei 1:50 fast. Ja. Mein, weil du hast auch mit Wünschen erzählt, mein Wunsch für Battletech wäre, ihr setzt Zeitlinie nach Dark Age fort. Fort überspringt meinetwegen 10 oder 100 Jahre, ist mir egal. Und fangt nochmal neu an, weil ihr habt die Möglichkeit, nach Dark Age war halt alles dunkel. Und dann fängst du mit nicht 150 Einheiten-Varianten an, sondern mit 50 meinetwegen oder wie auch immer. Mit einer Nummer kannst normal anfangen und kannst dann wieder eine Story fortführen, eine Hintergrundgeschichte dazu machen, die nicht vorbelastet ist von dem ganzen Alten. Und solange das nicht passiert, wird es meiner Meinung nach, wirst du schwer haben, neue Leute dazu zu kriegen, weil du hast A, kaum Output von Produkten, was auch neue Leute erreichen würde. Du hast die alten Leute, die das schon seit 20 Jahren oder mehr spielen, gegen die kannst du nicht spielen. Er hat gesagt, die 20-Jährigen, die es 20 Jahre spielen, werden alt. Ich mache das seit 25 Jahren. Was bin ich jetzt für dich? Methusalem. Alt. Und solange die da einfach nicht mal neu anfangen,
und dann nicht mit irgendeiner über Clan-Invasion kommen, die alles umhaut, sondern ein Balancing machen, das passt, wird meiner Meinung nach leider Battletech den einfach aussterben, weil die Leute da wegsterben irgendwann in 20, 30 Jahren. Ja, also ich bin, also mein Fazit für den Podcast heute ist auch, also ich habe da lang rum überlegt, ob ich mich unbeliebt machen soll. Aber mein Fazit für den Podcast ist auch, ich bin der Meinung, man müsste bei Battletech vielleicht ähnlich, wie man es bei Shadowrun versucht hat, aber da hat man es nicht gut gemacht, aber es bräuchte zumindest ein Soft-Reboot. Wie du sagst, vielleicht muss man nach der Dark Age einfach 100 Jahre streichen, überspringen und sagen, das und das hat stattgefunden, so nach dem Motto, und deswegen. Das haben sie ja gemacht bei Dark Age, ist überhaupt nicht gut angekommen. Nee, aber bei Dark Age hat man es scheiße gemacht, ja. Weil du hast es so stark resettet und runtergebalanced, dass dieser ganze Flair von, wie du gesagt hast, Ritter in Mechs verloren gegangen ist. Und du brauchst aber nicht irgendeinen deprimierenden Ansatz, so wie bei Dark Age, sondern du brauchst einen heroischen Ansatz. Du brauchst die Zeit der Helden. Du brauchst sowas wie die Warrior-Trilogie, wie die Grey Death Legion oder sowas. Ja. Du brauchst nicht irgendwelche Leute, die versuchen, sich Agro-Mechs zusammenzubasteln. Ja. Das ist Kacke. Kein Mad Max im Battletech. Genau, das ist uninteressant. Du brauchst wieder diese Game of Thrones in Battlemax, ja. Das ist das, was das ausmacht. Und daher würde meiner Meinung nach entweder so ein Soft-Reboot oder tatsächlich wirklich ein Hard-Reboot. Mit Hard-Reboot habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Da verlierst du mehr Fans als alles, als du gewinnst. Du hast doch kaum noch welche. Ja, trotzdem. Also ein Hard-Reboot ist, wo hat denn ein Hard-Reboot richtig gut geklappt? Wüsste ich jetzt. Ich sag nicht, dass ich jetzt spontan weiß. Nee, ich sag bloß, du kannst im Moment nicht also viel falsch machen. Also im deutschsprachigen Raum weiß ich jetzt nicht zum Beispiel, aber der Robotech-Reboot in Anime hat super funktioniert, ja. Ja gut, den kann ich nicht beurteilen, da war ich nicht dabei. Ne? Aber zum Beispiel jetzt Battlestar Galactica hat auch die Fanszene ziemlich gespalten. Also ich fand die alte doof. Als Kind fand ich sie super. Als Erwachsener hat man so ein bisschen drüber gelächelt. Deswegen fand ich die neue super, aber ich kenne eine Menge alte Galactica-Fans, die neue echt hassen. Und das hat so auch da die Community gespalten. Und es gibt es in vielen Fällen halt dann auch immer wieder und andauernd wird wieder Spider-Man neu rebootet. Und ich glaube, da ist auch eine gewisse Reboot-Müdigkeit. Aber das funktioniert. Also man kann, also Spider-Man war nie beliebter als jetzt, obwohl die vorigen Spider-Mans jetzt nicht schlecht waren. Ja? Also es gibt schon, also gerade jetzt filmisch gesehen, ich habe jetzt gerade, du meinst nur Spiele, filmisch gesehen gibt es viele, viele Reboots, die super sind, ja. Also Battlestar Galactica mag sein, dass da viele alte Fans vergrämt sind, ja, aber das neue Battlestar Galactica war um Faktor 100 erfolgreicher, auch wenn man hochrechnet, was damals der Erfolg der Fernsehserie war und heute, das ist überhaupt kein Vergleich wie erfolgreich, das heutige viel erfolgreicher. Und wenn du dir dann alte Fans ein paar vergrault hast, aber du hast Faktor 100 neue Fans gewonnen, dann ist das finanziell für das Ganze ein super Deal. Ja. Weiß ich nicht. Bin ich skeptisch. Aber wir müssen da auch nicht eine finale Einigung haben. Kadukos, was ist denn dein Fazit? Kurz davor, ich habe auch noch ein gutes Beispiel für ein Reboot, die gut geklappt hat. Ist jetzt also im Computerspielbereich, aber die neuen Tomb Raider-Teile sind alle hat gut geklappt. Und was ich vorwiegend möchte, XCOM. Die ganze alte XCOM-Serie, unheimlich komplex, unheimlich aufwendig, alte Spielmechaniken und die neuen XCOM 1 und 2 super angekommen, hat weiter hohe Komplexität, aber mit vereinfachten Spielmechaniken. Mein Fazit ist auch, im Endeffekt ist Battletech ist in der Hinsicht was Besonderes. Denn normalerweise ist es so, wenn Spielsysteme vom Hersteller nicht mehr wirklich supportet werden und das wird Battletech eigentlich effektiv nicht. Dann sterben sie aus. Das hat man bei vielen, vielen Tabletop-Systemen gesehen. Ich meine, Warhammer Fantasy ist ein ganz großes Beispiel, wie Games Workshop seine Marke von heute auf morgen praktisch zerstört hat. Es gibt zwar dieses Ninth Age, aber das ist praktisch auch nur noch ein Zucken
von der, was es vorher halt war. In der Hinsicht ist es eigentlich schon ein Unikum überhaupt, dass es trotz dessen so lange so groß noch aktiv geblieben ist, dass es da auch eben sogar Computerspiele davon gibt. Ich meine, gut, witzigerweise sind die alten, die aktuellen Warhammer Fantasy Spiele auch alle in der alten Welt. Also was jetzt hier Total Warhammer und auch das neue Chaosbane, was dieser Diablo-Klon mäßig ist, spielt auch alles in der alten Welt. Vermintide, super erfolgreich, spielt auch in der alten Welt. In der neuen Welt spielt überhaupt nichts, weil die scheiße ist. Aber egal. Aber um das halt, um halt Nachwuchs zu bekommen. Und darum geht's ja. Ich meine, wir haben alle Tabletop-Spieler, Battletech-Tabletop-Spieler schon verloren. Na, ich meine, kennt da jeder. Sicherlich den einen oder anderen, der da eben nie mehr unter uns weilt. Es wird einfach Nachwuchs gebraucht und dazu muss das ganze System halt einfach moderner werden und irgendwie mit dem Zeitgeist mitgehen. Um in der Hinsicht zu machen. Ob Catalyst da der richtige Ansatz ist, möchte ich fast bezweifeln, aber theoretisch müsste auch mit dem ganzen Rechtsstreit und sowas mal irgendeiner das System für sich nehmen und es eben komplett neu aufziehen. Die Frage ist, warum soll das jemand tun? Das kann eigentlich nur jemand machen, der zu viel Geld hat, das System mag und bereit ist, da viel Geld zu investieren, weil als Firma, die sagt, ich erschließe mir damit jetzt einen neuen Markt, da gibt's das müsste schon jemand ein wahrer Gläubiger sein, da hast du recht. Also ich habe eine Idee, wir spielen jetzt einfach Systemlotto, wir vier, und wenn wir dann den großen Jackpot ziehen, dann kaufen wir alle IPs auf und machen das alles richtig, setzen uns selbst ein Denkmal und haben danach wieder eine große glückliche Community. Was haltet ihr davon? Es gibt halt so viele Ansatzpunkte, wo man jetzt auch relativ zügig und zeitnah praktisch dem das Spiel wiederbeleben könnte. Das wäre eine Zusammenarbeit mit MWO, um die aktuellen Mech-Designs praktisch in vernünftige Miniaturen umzuwandeln. Man kann sich bei vielen anderen Systemen die Art und Weise anschauen, wie das Regelwerk umgesetzt wird. Da man ein paar vernünftige Schreiber ranlassen, die auch Verschlankungen machen, ohne an Komplexität zu verlieren. Das geht, das haben viele andere Systeme gezeigt, dass es funktioniert. Optisch eben Alpha Strike ist nett. Was mich daran stört ist, das verliert sein Flair von Battletech, weil es im Endeffekt irgendwie dann doch so, naja, wie der Standard-Shooter mit mehreren Lebenspunkten-Modellen. Ja, das ist genau der springende Punkt da. Und das wäre jetzt auch, wenn du jetzt zum Ende kommst, dann würde ich mein Fazit auch anschließen noch und dann zum Ende kommen. Also eben auch sowas praktisch was, wo man halt optisch das Ganze aufwerten kann, weil sowas mit Rücken und sowas, wo ich taktische Bewegungen mache, das machen auch andere Tabletop-Spiele, ohne ein Hexfeld zu benötigen. So dass man dann dadurch aber eben sagen kann, wir bringen das auch 3D-mäßig ein bisschen hin in der Hinsicht und machen das und da kann man halt einfach, müsste man einfach ansetzen, das Ganze modern machen, optisch hübsch machen, die Regeln vereinfachen und den Spielern mit neuen Miniaturen und leicht zugänglichen, einfachen Hintergrund- und Einstiegsmaterial entgegenkommen. Fertig. Sehr gut. Das passt zu dem, was ich eigentlich jetzt auch zum Schluss sagen wollte. Also erstmal, ich muss euch leider allen mehr oder weniger zustimmen und es ist mir schon fast wieder zur Harmonie bedürftig, aber ja, wenn es so weitergeht, ist es halt ein eher tendenziell sterbendes Spiel, allein durch die große Konkurrenz, die es draußen gibt, mannigfaltige Konkurrenz und natürlich auch durch die Bequemlichkeit der Leute, eher online irgendwas zu spielen. HBS BattleTech ist zwar ein schöner Versuch, das Ganze auch online und am PC wieder beliebt zu machen, aber ich fürchte, der durchschlagende Erfolg ist ihnen in dieser Beziehung ja verwehrt geblieben. Aber das ist mal ein eigenes Thema oder vielleicht ein eigener Podcast. Aber grundsätzlich hat das Tabletop-System von Battletech für mich ein Problem. Die Karten, die Hexfelder, ermöglichen auf kleinem Raum ein gigantisches Gelände, aber
das Kampfsystem der Einheiten lässt das nicht zu, weil es einfach in der Basisversion, das sagte ich ja eingangs, unglaublich komplex ist. Mir macht das Spaß, ich bin alter Hase, ich kann viele Einheiten in dieser Komplexitätsstufe über viele Stunden relativ flüssig ziehen. Für den Neueinsteiger kann das gar nicht funktionieren. Und selbst einige alte, erfahrene Hasen tun sich damit extrem schwer und möchten das auch nicht. Das ist die eine Sache. Und dann haben wir Alpha Strike auf der anderen Seite, haben einen großen Platzbedarf mit einem vergleichsweise kleinen Gelände vom Maßstab her. Das heißt, die Reichweiten sind einfach so, dass man eigentlich von einer Tischkante zur nächsten schießen kann. Wie willst du das mit den auf Papierkarten? Das geht gar nicht. Ne? Dafür sind die Gefechtsfelder dann wieder zu groß bei den Papierkarten mit Hexfeldern. Aber Alpha Strike hat großen Platzbedarf, kleines Gelände und du kannst wahnsinnig viele Einheiten aufstellen. Das heißt, wahnsinnig viele Einheiten auf engstem Raum, die sich in einem sehr simplifizierten Kampfsystem, so wie Kadukus sagt, wo auch der Battletech-Charakter verloren geht, einfach auf die Fresse hauen. Und irgendwie beides ist auf Dauer, vor allem in Anbetracht der Konkurrenz, nicht so richtig befriedigend, denn eigentlich möchte ich große Gefechte spielen, so wie halt auch Ecke selbst, dass man eine Kompanie aufstellt, vielleicht sogar auch mehr. Ich möchte aber eine vertretbare Spieldauer haben, was da nur durch eine vertretbare Komplexitätsstufe geht, und ich möchte auch ein schönes Terrain haben. Und das ist die Quadratur des Kreises. Und dafür habe ich auch noch keine finale Lösung. Was ich aber mal probieren möchte, und vielleicht hatte Icke da mal Lust mit mir zu spielen, auf Alpha Strike Gelände mit dem Schadensmodell und den Waffenregeln von Classic zu spielen. Weil ich glaube, mit weniger Einheiten auf diesem schönen, großen, optischen Gelände würde das wahrscheinlich mehr Spaß machen. Grundsätzlich ja, aber... Dann meckerst du wieder, dass ich so gut würfel und du scheiße würfelst. Das ist doch immer so. Da musst du einfach mal den Filter drüber laufen lassen und das rausnehmen. Alles klar? Genau, so, solange wir wieder zusammenspielen am Jeopard treffen, Icke, ist das okay. Genau. Außerdem, Icke, du stehst auf mich weinen zu sehen. Gib es doch zu. Ja, aber ich habe da noch so ein bisschen schlechtes Gewissen. Nicht viel, aber ein bisschen. Na, brauchst du nicht haben. Ich kann das ab. Ich weine mich in den Schlaf nicht, da ist wieder alles gut. Ja, das ist ja okay, wenn du das abends und nachts, aber du weinst ja schon am Tisch. Nee, ja, ich weiß. Er kriegt dann von ein paar PPCs mehr. Ja, okay, das war's auf jeden Fall von mir. So, dann haben wir jetzt ein paar, hat jeder seine abschließenden Worte gesagt? Ich glaube schon. Ja. Ja. Okay, dann heute eine Mammutaufgabe von über zwei, Aufnahme von über 2 Stunden. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Wir schauen mal, was mit den Neuauflagen der Regelwerke passiert. Müssen wir uns da mal die englischen anschauen. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Ansonsten noch kurz ein paar Infos für euch. Wir sind jetzt auf Spotify. Juhu! Ole, ole. Es dauert noch ein bisschen, bis er die, also wenn ihr jetzt die Folge hört, dann dürften inzwischen alle Folgen hochgeladen sein, aber da, das braucht jetzt noch ein paar Stunden, schätze ich mal. Ja. Ansonsten sind wir natürlich auch weiterhin auf YouTube, auf einfach RSS-Feed und überall zu finden. Wir danken Kadukus für seine Expertise, auch wenn ich das Gefühl habe, er hat zu wenig gesagt. Was aber nur an Olli lag. Komm ich halt noch mal wieder. Ja, genau. Danke an Hoshi für seine Zeit, danke an Olli für seine Zeit und danke an Patrick. Das sehr gerne. Und an die Hörer da draußen, danke für eure Zeit, die ihr euch jetzt genommen habt. Mal gucken, wie viele das hier bis zum Ende hören. Wenn ihr es getan habt, hinterlasst uns Feedback, gerne auch eure Meinung. Gerne diskutieren wir das auch nochmal mit euch in den Kommentaren auf Facebook etc. Oder wenn einer irgendeine ganz konträre Meinung hat, vielleicht auch mal im Podcast. Wir hatten schon mal einen, der sich sehr mit Dark Age auskennt. Ich muss ja nochmal anschreiben. Er hat gesagt, letztes Jahr war das, da hat er nicht viel Zeit gehabt, aber vielleicht hat er mal Zeit, dass wir mal eine Dark Age Folge machen. Ja, wäre auch mal nett. Einblicke. Ja. Genau, ansonsten sind wir weiterhin an den Autoren der Story als In-Game-Charakter schreibt. Versuchen wir immer noch für unseren Podcast zu gewinnen.
Okay, ich weiß schon. Alles klar. Okay, ich versuch's dann zu denken. Danke fürs, genau, danke fürs Zuhören. Euch alle einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Tschüss. Inspection successful. Well, everybody, this podcast has been terminated. But rest assured, the BattleTech podcast will be back. Shutting down.